SpaceX, we are on the way. Wo bist du denn gerade eigentlich? Bin in Bakersfield. Hab mich nicht, wo das Bakersfield, ist. Kalifornien. Du bist ein Stück über mir. Ich bin in Los Angeles, ein Stück unter dir. Soll ich mal nach einer ersten Fracht gucken, ja? Also wir fahren von hier aus jetzt Richtung Texas erstmal und dann nach Süden in Texas, ja? Moment. Oder wie hast du Also ich dir? muss gerade mal. Wie hast du dir das gedacht? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich weiß nicht mehr, wie das funktioniert. Warum weißt du nicht mehr, wie das funktioniert? Brauche ein Bett. Warte mal, hä, was denn jetzt? Okay. Du brauchst ein Bett. Alter, meine Maus hängt hier irgendwo Bakersfield. fest. Bakersfield, du bist ein Stück über mir. Ach du Scheiße. Wir können uns auch ran teleportieren. Geht auch. Also ich kann, glaube ich, bis nach Roswell, das war's. Bis wohin? Nach Roswell. New Mexico, Roswell. Wo ist denn Roswell? Ja, Roswell ist doch schon scheiße nah dran. Oder wollen wir von Roswell ausfahren? Können wir auch machen. Also teleportieren wir uns nach Roswell und gucken dort, ob wir was finden, ja? Ja. Okay, dann schnell Reise nach Roswell. Erstmal hier ein Bett finden. Mache ich in Roswell. Das mache ich in Roswell. So. Ich hab so Bock. Ich hab so Bock. Wir haben heute Termine. Okay, ist ein Ich Alien. weiß eh nicht, ob ich gerade, ich muss echt gleich nochmal aufstehen. Ja, ist alles gut, nur kein Stress. So, Titania X ist bereit, ja. Die Firma zieht um. Ich guck mal nach Fracht von Roswell, okay? So, Roswell, was haben wir denn hier? Eine Windturbine, das. Ah, guck mal. Ich habe was nach Albilen. Schön, hier Oh gibt's Gott. nichts zum Pennen, gar nichts. Das ist ja großartig. Oh, ich habe was gefunden nach Stockton. Das ist. Geht sogar in die südliche Richtung. Ich guck mal, was es noch so gibt. Odessa. Da würde ich sagen, fahren wir hier den Mischbehälter. Ich setze schon mal das Ziel. Oh Gott, habe ich mein Pedale, wo seid ihr? Hier. Wo bist du denn, ne? Bist du hier? Such das Bett. Da vorne ist das Bett. Ist das schon auf der Autobahn? Auf dem Highway? Nö. Da rechts runter. Wir müssen hier vorne eh rechts runter. Also wenn du kurz wartest, wir holen die Fracht. Die ist gleich hier. Und wir fahren am Bett vorbei. Das Oh, ist. ich habe Schaden. Mein LKW bremst hier ganz anders. Oh, warte. Was ist das mit meiner Cam? Ich glaube. Bist Ach du ja, wo? ich hab. Ich war in der Werkstatt. Ich bin wieder herteleportiert. Ich war jetzt gerade raus. Ich war gerade raus. Warte mal, ich muss mich mal kurz raustappen. Ich habe hier unten eine Boah, das ist Leiste. hier komplett anders. Ich ecke überall an. Wieso? Ach, du fährst ja Ja, nicht weil der mit. LKW doppelt so groß ist Warte mal, und ich doppelt muss. so lahm und doppelt so schwer bremst. Ja, ich muss mein Lenkrad Dann stehen gleich gleich tun. nochmal in die Werkstatt. Direkt hier müsste es sein, wo wir das, die Fracht abholen müssen, hier vorne rechts. Ja, ich bräuchte einen Sprit auch mal, also insofern. Boah, Alter, der lenkt überhaupt nicht. Ja, die Trucks in Amerika sind ein bisschen. Ne. Bisschen bulliger als die in Europa. So. Ich guck mal. Da ist es. Auftrag annehmen. Jetzt ist die Frage, wo steht er? Wollen wir eigentlich das Navi wegmachen oder wollen wir fahren mit Navi, oder? In den USA fahren wir mit Navi. Okay. Hätte ja sein können. Wo ist es denn? Ne? Hier hinten? Na, ah, da ist er. Gut, also Fracht ist schon angenommen. Du kannst,
Ich bin so gespannt, was es alles für Space-Frachten gibt, ey. So, ich hab's. Mein Pedal liegt ein Stück in die Richtung. Kleines Stückchen geht's nach Süden. Mein Lenkrad hält heute nicht. Was ist denn heute los? Okay. Ich brauche sowieso erstmal gleich einen Tanker, am besten. Oh, bestens hingestellt. Oh mein Gott, wird das schlimm heute. Ich weiß nicht, ab wann ich anfange loszuquietschen. Wahrscheinlich, wenn ich es dann sehe. Mal gucken. Hier sieht man halt nichts, wenn man hier rausfährt. Locker, geh weg. Dann, let's go. Ja, ich muss aber erstmal noch was machen. Was musst du machen? Gucken. Gucken? Ich fahre vorne erstmal zum Bett, glaube ich. Ich bin gleich wieder. Jo. Ich will vorne erstmal kurz zum Bett düsen. Im Hotel. Alter. Bremst mich halt aus. Ja, und wieder Geld, danke. Vollidiot. Ach Gott, ey. Arme mit Profis. Einmal mit Profis. Zack. Ist hier noch alles eingestellt? Jo, ich glaube. Das ist cool. Puh. Boah, ich bin gespannt, was, bis wo man hin fahren kann, ey. Wo man wirklich bis rein kann. Und in die Highbase rein kann. Ich bin gespannt. Ist wieder gelb. Voll die rote Welle. So wird das eine ganz lange Fahrt. Gut, wir haben jetzt ja ein bisschen was geskippt. Wir sind nicht von L.A. aus gestartet. Also erst nach Roswell. Na gut, das ist ja okay. Ich will mal gucken, ob ich Third Person oder First Person fahre. Ich weiß es noch nicht. Ich werde abwechseln bestimmt. Ein neues Gebiet werde ich dann bestimmt mal auf Third Person fahren. Ein bisschen umgucken. Ich will zu trinken hier? Ja, hab ich. Okay. Ist das eigentlich noch zu laut? Es geht. Kommt, fahrt, fahrt, fahrt. Grüner wird's nicht. Ich muss mich an den Spiegel da umgewöhnen. Oh Gott. UFO-Galerie. What? Das Bett ist irgendwo hier vorne. Hier? Ist das das hier? Nee, das ist hier. Oh verdammt, kann ich da überhaupt drauf fahren? Das ist das hier, ne? Okay, Gott. Normale Zeit. Kann ich überhaupt mit dem Anhänger... Ah, doch, hier ist was. Was ich ganz dringend dann brauche. So. Ist eine Tanke. So, erstmal ein Stück trinken. Mhm. Auf eine gute Fahrt. Jetzt müssen wir kurz gucken. Meine Haare machen mich schon wieder gar nicht mit. Ach, so. So. Was ist denn so? Also ich bin... Ich habe ihn gefunden. Ihn? Achso, Mika? Oder wen hast du gefunden? Ja. Hört
dich Mika etwa versteckt gehabt? Ja, ich muss dreimal suchen. Alter, was ist denn das für ein LKW? Die sind alle ein bisschen bulliger in den USA. Der hat halt einen Wendekreis von nicht existent. Ja. Weißt du, was da hilft? Ein Lenkrad. Bitte? Lenkrad. Du fährst wieder oldschool, ne? Nee, ich fahre mit Telepathie. Bist du heute irgendwie, ist nicht so gut am Tag? Wie soll ich Zutz fahren? Hallo? Irgendwie Whopper. Komm, ich fahr jetzt über Rot, ey. Ach, sieht schon lecker aus. Was wollt ihr alles von mir raus? Hast du dir auch schon eine Firma aufgebaut? Also, da ich 1 Million auf dem Konto habe, würde ich nur sagen, ja. Oh, okay. Ich habe nur 82.000 auf dem Konto. Gut, ich habe irgendwie über 12 Fahrer. Ich weiß, wo ich mein Geld ausgegeben habe. Ich warte hier vorne an dem Bett auf dich. Und die sitzt auch schon da. Ich glaube, meine ganzen Fahrer und so wurden alle gelöscht. Was denn? Die ganzen Fahrer wurden gelöscht? Wieso? Wie kommst du da drauf? Weil ich keine mehr habe, aber ich bin mir sehr sicher, dass ich mal welche hatte. Da kommst du doch. Also meine sind alle da. Ja, du hast das Spiel nicht deinstalliert. Darum geht's eigentlich nie. Das ist ja gespeichert. Erst die. Wolltest du nicht noch hier batchen und so? Genau. Fährst du wirklich rasant, wa? Ja, der fährt ja nicht. So. Ja, Tani, wenn die morgen Static Fire machen wollen, dann muss die Ladung noch heute ankommen. Es ist hier, ich muss hier Gas geben. Ich wollte es jetzt nicht sagen. Schön. Ja, wir geben sowas von Gas. Noch haben wir. Eigentlich müssen wir erst nach Houston fahren und versuchen, dass die Fracht dann holen. Irgendeine. Die da runtergeht, hoffentlich. Eigentlich schon. Wir müssen erst nach Houston fahren, oder? Also schon eigentlich. Weil SpaceX ist ja der große Höhepunkt dann im Endeffekt. Ich fahr mal 50, bis du aufholen kannst. Ja stimmt, wir hatten damals das Problem, dass wir fanden, dass es hier halt so, hier ist halt nicht viel, hier ist halt viel groß und offen. Die Strecken sind halt viel länger hier. Beim ETS hast du halt öfters mal irgendwie was zu gucken und so. Best hier nur irgendwie durch die Wüste, aber. Ja, meistens, das ist es halt. Was daran liegen könnte, dass die USA das gefühlt aus Wüste besteht. Aber es hat halt auch, es ist halt auch irgendwie Feeling, so, weiß nicht. ATS hat mehr Feeling, finde ich, als ETS. Mal noch einen Kopfhörer reinmachen, ja. Also erstmal die erste Runde ist ja relativ kleine Strecke hier. Ampel. Ich sehe nicht, ob die rot ist. Ist die rot? Ach Quatsch, die ist rot. Rot. Die ist nicht rot. Die ist sowas von rot. Oh Gott, ich höre einen Zug. Hi. Ach, oh nein, der Zug wieder. Der Zug ist jetzt schlimmer, ne? Der ist viel länger jetzt. Eine halbe Meile ungefähr. Groß. Mhm. Da kommt er. Oh, es ist grün. Schön, dass wir hier stehen und quatschen. Willst du dich hier betteln oder was?
Hm? Wer bremst, verliert, oder was? Weißt du, so. Hä? Was? Jetzt bremst der plötzlich so abrupt. Was ist denn? Alter, ey. Auch schön, ey. Eben bremst er gar nicht und dann plötzlich so abrupt. Hier ist eine Tankstelle. Na gut, die Stücke komme ich noch. Ich hoffe, es gibt später noch eine andere Tankstelle, eine richtige. Okay, der Zug ist echt ganz schön lang. Ist gar nicht laut. Oh, dieses scheiß Glöckchen, ey. Hatten wir damals nicht mal so einen Soundbug, dass wir ständig den Zug gehört hatten? Das war ATS, oder? Ich glaube nicht, dass das ein Bug war. Aber es war ATS, oder? Wo wir das mal hatten? Ja. Hey, ich habe doch Angestellte. Markus, ihr habt 6000 Dollar verdient. Siehst du? Also doch. Brauchst du Benzin oder so? Oder passt das bei dir? Alles voll. Ach, schon wieder rot. Oh, geht ja. Wow, hat er nicht gemacht. Was denn? Okay, das war, so bist du fahren hier. Okay, na gut, das war ich Bescheid. Morgen ist der Feier, ich hab Puls. Die Fracht geht doch gar nicht bis dahin. Nicht mal im Ansatz bis dahin. Die Strecke ist also, ja nicht. 700 Dollar, hallo, ich bin Millionär. Kommt morgen der Static Fire, wo sie voll betanken dazu? Vielleicht, ich weiß nicht. Oder sie haben es abgesagt. Glaube ich irgendwie nicht, dass sie es abgesagt haben. Aber ich habe gestern. Naja, guck dir mal an, wie viel die da machen mussten. Habe ich schon gesehen. Das ist ein bisschen, ne? Wenn die da echt eine Weile durchzünden wollen, dann Mahlzeit. Locken wir uns auf 70? Okay. Ja, ich weiß nicht mehr, wie man lockt, aber ich fahre ungefähr 70. Okay, ich bin bei 70 gelockt. So. Jetzt gibt es ein Elefantenrennen, das ja keiner mal überholen kann. Gibt es das nur bei uns, dieses Phänomen, oder gibt es das auch in den USA eigentlich? Oh Gott. Ja. 65. Fuck you. Ich halte mich schön an die Geschwindigkeitsbegrenzung, ja? Eigentlich müsste ich jetzt noch meine Lackierung ändern. Och, Junge. Nerv nicht. Oh, scheiße, das Rot. Carlsbad. Aber hier müssen wir nicht hin, wir müssen noch ein Stück weiter. Ja, what the fuck? Was passiert? Ach, bei rot. Grün bei Grün fängt er schon an zu bremsen und bei Gelb macht er eine Vollbremsung. Kann man auch mal machen. Oh, hier vorne ist ein Tesla-Schild. Er fängt bei Grün schon an zu bremsen, weil er weiß, dass gleich Gelb kommt. In Deutschland niemand. Da wird doch mal richtig Gas gegeben. Aber eigentlich müsste auch mal die ganzen Fragezeichen abfahren. Ich bin ja schon mal neugierig. Bleib auf deiner Straßenseite, bitte. Ich warte noch drauf, dass du wieder links an mir vorbeiziehst. Aber du bist gar nicht hier. Du bist, du hast Distanz. Direkt im Stau. Oh, das tut mir aber leid. Ich bräuchte meine Tankstelle. So langsam. Noch wieder rot. Ne, ist grün. Grün, Fahrt! Wir haben Puls.
Mach mal Licht hier an. Das soll Licht sein? Hab ich kein Licht an? Wo sehe ich denn mein Licht nochmal? Oh Gott, rot. Hä? Wo sehe ich mein Licht? Ja. Hier, das ist mein Licht. Ah, Aufblendlicht, jetzt hab ich's. Ich bin ohne Licht gefahren die ganze Zeit, toll. Meilen noch. Ja, bremse halt einfach aus, nichts mehr raus. Mach, gib Gas, Junge. Oh, da ist ein Meckes. Alter. Bremst der nochmal, der hat mich ausgebremst. Absichtlich ausgebremst. Aber hat noch gezählt, ich bin noch drüber gekommen. Arsch. Schieb dich gleich, Junge. Oh, jetzt Mac. Oh Mann, jetzt. Ich liebe ja das Frühstück bei Macca's, ne? Gibt's diese Taschen mit Schinken und Käse drin. Oh, sind die geil. Die sind so lecker. Und die hätte ich jetzt gerne. Mal hier links abbiegen. Da ist sie auch weg. Ich bin ewig nicht mehr bei McDonald's. Traurig. So einmal im Jahr so ein 20er Nuggets. Hm. Dann ist gut. Na komm. Wird grün. Ich will nicht anhalten. Gemeines Spiel. Oh, 5 Sekunden. Ja, macht das ja noch länger in die Elfahrt. Okay. Ah, da bist du doch auch schon. Was denkst du, was es alles für so Special-Weltraumfrachten gibt? Den einen Kunden. Nur solche Container. Ich glaube nicht, dass es irgendwas Spezielles gibt, ehrlich gesagt. Es soll ja mehrere Weltraumfrachten geben. Der Container ist ja nur einer. Ich hab nur von einem gehört. Ich hab gehört von mehreren. Okay, da bin ich gespannt. Ich glaube, es gibt mehrere. Sie wären dumm, wenn sie das nicht machen. Ich habe halt nur, als ich das gegoogelt habe, immer nur diesen einen Container gesehen. Das war's. Ich habe teilweise gar nicht den Container gesehen, wo ich ihn gegoogelt habe danach. Na, mal gucken. Also erstes Ziel Houston und dann SpaceX? Ja. Okay. Also Houston ist definitiv so ein Booster, ein Falcon Booster. Den habe ich gesehen. Auf einen aus Klebaustein oder in echt? In echt. Boah, geil. Da müssen wir hin. Na? Aber bei Klemmbausteine wärst du jetzt nicht hingefahren, oder wie? Ah, fuck los. Kommt hier irgendwie eine Tankstelle? Ganz schön viele sein, wenn du den echt nachbauen willst. Das wäre aber cool. Oh, hier ist eine Tankstelle. Da müsste ich mal abbiegen. Ich habe Unterhälfte. Ich bräuchte mal ein bisschen Sprit. Wo geht's denn hier rein? Irgendwo geht's hier rein, oder? Oh ne, warte, ich kann da vorne rein. Moment. Hier kann ich doch rein. Kann ich gar nicht tanken oder was? Das ist bloß für Autos. Dann halt hinten rum. Okay. Da. Oh shit. Ja, ey, bitte. Die haben aber auch die Straßenführung des Behindikus, ey.
Warum, was ist los? Was? Hallo? Was tust du da? Gib mal Gas hier! Nicht stehen, fahren! Das ist eine Straße, kein Parkplatz. Okay. Ist das irgendwelche Werbung? Alter! Oh, Pancakes. Oh, nom nom. Will haben. Okay, Kaffee brauche ich noch keinen. Kann ich vorne oder wieder rausfahren? Oder ich muss hier hinten rausfahren, oder? Ja, ist eigentlich okay. Fahre ich hier hinten raus. Das geht schon. Wo bist du? Bist du weitergefahren? Ja. Okay, ich wollte dich hier ein. Da bin ich mir sicher. Ey, komm, ich fahre bis jetzt echt okay. Ich bin noch nicht wirklich so überhöhte Geschwindigkeit hier rumgefahren. Hundi, nimm meinen Kopf weg, ich sehe nichts. Hä? Wirklich jetzt? Okay, danke. Halten die jetzt alle an wegen... What the fuck? Gerade halten die alle an? Ich fahre auf die Straße, die fahren los. Classic. Mit den einen habe ich auch ein bisschen geditscht, aber ich habe keinen Unfall verursacht, der war schuld. Weil ich hatte erst angehalten. Oh nein, es regnet. P war das, ne? In der Wüste. Alter. In der Wüste und es regnet. Ey, super. Eigentlich sowas wie Verkehrsschilder, dass man überhaupt weiß, dass gleich eine Straße erbaut wird, oder? Was, unser Kunde erwartet die Lieferung sehr bald. Was? Ja, aber losgefahren, hallo. Hey, wir haben noch 80 Meilen. Was? Wie gleich? Gleich am Arsch. Das dauert noch eine Stunde, bis wir da sind. Static Fireboat vorverlegt. Merk schon. Okay, also dürfen wir ein bisschen überhöhte Geschwindigkeit fahren. Jetzt ist das legit. Dann geben wir mal Gummi. Ich will, aber wenn wir dann Nähe Boca Chica sind, oder halt Houston, wir fahren erst rein, wenn Tag ist, okay? Wenn es halt gerade Nacht sein, müssen wir warten. Ja. Das müssen wir gleich richtig sehen. Oh Gott, ich werde so fangirlen, oh, es wird so schlimm werden. Oh shit. Ja, ey, komm ey. Ach, fuck. Das ist ja wohl ein Witz. Ich hätte auf der anderen Seite vorbeifahren sollen. Siehst du? Jetzt hast du mich verleitet zum Schnellfahren, ne? Und schon habe ich einen Unfall gebaut. Aber was für ein? Ich habe einen Knöchel bekommen. Ich habe 70% Schaden bekommen. Und dann habe ich mehr geleistet. Was? Ja! Das hast du schon gemacht, ey. Ja! Ich fahre ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig. Ja, ich müsste mal. Mein Motor klingt komisch. Oh, mein Motor ist ausgefallen. Oh. Daniel. Spring an! Spring wieder an! Spring an! Ich hab ein Problem. Ich spring nicht wieder an! Bist du, mobbst du mich gerade? Was? Nein. Okay, warte. Nee, er startet nicht mehr. Warte mal hier. Gar nicht mehr? Nö. Ich muss ganz kurz zur Werkstatt. Das geht? Ja. Was? Odessa bringen. Sind wir Odessa nicht durchgefahren? Bitte nicht. Ich hab keine Ahnung. Bitte bring mich jetzt nicht da hinten zurück. Oh, hi. Du wurdest vorteleportiert. Echt? Oh, wie geil. Das ist natürlich ein Checkpoint. Nein. Ach komm. Wurde ich nicht? Wurde ich? Hä, wurde ich? Ich muss mal kurz reparieren. Wie kostet das? LKW-Schaden 71.000. Selbstbeteiligung 3.000. Ich habe 38% hier. Ach ja, Marco hat ja noch mehr, ne? Der hat irgendwie 20. Nee, der hat mehr, der hat 50 oder so, ne? Wo sind wir denn hier gerade? Also, wo müssen wir denn jetzt hin? Wow,
bald ist es nicht mehr zur ersten Zwischenstation. Hä, ich habe keine. Meine Fracht habe ich noch. Da muss ich rausfahren, okay. Wo bist du denn gerade? Alter! Bin ich jetzt vor dir? Ich bin an dir vorbeigefahren. Ah, okay. Okay, ich bin nicht zurückteleportiert worden, das ist schon mal echt schön. Nee, du bist nach vorne teleportiert. Ah, ich sehe dich da hinten, ja. Okay, keine so Experimente mehr. Komm, fahr. Okay. Oh, ich sehe das Ziel auf der schon? App. Board stoppen! Oh shit! Was? Bus! Was? Horse? Bus! Bus! Ich hab Horse verstanden. Oh, ist hier dunkel, ey. Der Blinker nervt schon manchmal ein bisschen. So, I'm on the way. 40 Meilen noch. Du siehst das Ziel bei 40 Meilen noch? Okay. Bei 10 Meilen. 9. Ja, gut, ich bin bei 39. Ich bin ein bisschen. Brauch ein bisschen, okay? Mein LKW war kaputt. Alter, wie soll ich denn hier? Ja, bitte? Ja! Nur, mach mal auf den Rückwärtsgang hier. So wird das nichts. Junge, verpiss dich. Gib ich dich. Oh, hallo. Hallo, Polizist, ich geh jetzt mit dem Schiefer auch zurück, ne? Wow. Ja, komm, aber ein ganz bisschen muss ich ditchen, ne? Ja, guck mal, ist doch gar nichts passiert, Herr Polizist. Doch alles super. Hast du jetzt den Polizisten weggeschoben oder wen hast du jetzt weggeschoben? Ja, wenn du nicht zurückfährst, ich muss halt hier ausholen. Das gehört sich so. Dass man einen LKW-Fahrer hier halt rangieren lässt. Also du bist aber eigentlich. Ja, du bist aber in den USA, ne? Ja, dann will die Polizei. Da kämpft jeder für sich selbst. Ja, siehst du? Deswegen durfte ich auch wegschieben. Ich sehe dich, glaube ich, da hinten sogar schon. Ja, ich sehe dich. Fort Stockton. Okay. The Lone Star State. Schön. Ich geh mal hier rüber. Da muss ich gleich runter von Meckes. Also wie viel Meckes hier gibt. Ich möchte anmerken, im ETS siehst du nicht so oft ein Meckes. Ja, das ist bei den Logions anders hier. Hast ja alle 3 cm ein Fastfood-Geschäft. Aber dass in den USA halt viele so dicker sind, so, das ist eigentlich gar nicht so schlimm. Statistisch ist das bei denen schon erhöht. Erhöht? Aber es ist nicht so, dass du irgendwie ständig schon dicke Leute rumlaufen siehst oder sowas. Ja, das wäre auch ein bisschen schlecht. Das wäre creepy. So, mach das Ding hier auf. Pack was ist noch woanders, Mensch. Die hier nichts. Du musst den Scheinwerfer anmachen. Ich sehe nichts. Das ist wie bei Forward, das Licht. Das ist total. Oh Gott. So, ich sehe dich. Ich bin gleich da. Eine Minute brauche ich noch. Eine Minute. Das ist doch perfekt hier, hallo? Packst du selber ein? Ja, natürlich. Oh, aber das Einfache. Irgendwann müssen wir auch mal hier ohne Navi fahren. Hä? Warte mal, hier? Ach, hier geht's rein. Lol. Ich habe diese kleine Einfahrt hier nicht für voll genommen, muss ich ehrlich sein. Hast du die auch nicht für voll genommen?
Ist das Grüne zum Abgeben? Ach, hier, ach so, ich bin doch gar nicht richtig da, lol. Boom! Was? Was ist los? So, wo wollen die das denn hinhaben? Ach, okay. Also, das ist jetzt ein bisschen Beläsche, aber gut. Na komm. Gut. Easy. Gar kein Problem. Verspätet. Ja, was? Wenn ihr das in 5 Minuten haben wollt auf 200 Meilen, also Freunde. Bei mir war's noch nie verspätet. Naja, bei mir schon. So. Oder ich hab's auch weggeklickt, kann auch sein. Von Fahrt Stockton aus. Haben wir irgendwas. Oh. Verdammt, ich hätte was direkt nach Brownsville. Ich hätte direkt nach SpaceX hätte ich was. Oh, 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 oh. Habe ich was nach Houston? Rein zufällig. Ne, ich hab nichts nach Houston. Wollen wir's, wollen wir, oder? Let's go, Tali! Oh Gott. Wir haben nur 39 Minuten, um die Fracht abzuholen. Das ist gleich hier, ach, Jackpot. Ja, wir müssen so den kleinen Raupenbacker irgendwie zu SpaceX bringen. Wahrscheinlich für die Trümmer und zum Wegräumen. Ist das denn... Hallo Trümmer, also Tati, bitte. Das ist sogar richtig SpaceX. Also wir müssen direkt nach Boca Chica hinterfahren. Ja, es geht bis an die Küste. Durch Brownsville durch. Es ist genau dort in die Ecke. Müssen vielleicht so einen neuen Erdwall machen, wegen Lärmschutz und so. Ich glaube, ja, die brauchen das für die Trümmer wegräumen. Da reicht zum Bagger nicht. Der zwei Bagger, wir holen ja zwei. Weißt du, die bestellen ja doppelt. Die bestellen ja doppelt. Oh Gott. Ich freue mich auf die Weihnachtstouren. Da freue ich mich echt drauf. Geschenke hin und her fahren. Da freue ich mich drauf. So. Hi. Hi. Komm ich hier rum? Ja, komm ich. Boah, knapp. Okay, gut abgemessen. Was ist denn jetzt los? Was ist denn hier los? Siehst du, kriegst du das auch gerade mit? Was? Hast du das nicht gerade mitbekommen? Was wolltest du? Die zwei LKWs, die hier rechts neben uns stehen, die haben gehupt, geblinkt, die haben ja voll Party gemacht gerade. Alle beide. LKWs? Das sind keine LKWs bei mir. Okay, vielleicht deswegen. Das könnte natürlich ein Grund sein. Bei mir sind ja zwei LKWs. So, zwei Bagger, einmal zu SpaceX, gar kein Problem. Ich gehe wieder First Person. Fährst du First oder Third Person? Mal so. Also hier werde ich jetzt Third Person fahren, sonst komme ich hier nicht raus. Ich glaube, die Bahnen sind für was anderes. Denkst du? Ja. Ich sag, die machen damit Trümmer weg. Ich sag, das ist für Twitter, um die ganzen Hater wegzuholen. Kann man auch machen. Ich sag, die bereiten sich einfach auf den Starship-Start vor. Oder auf den City Fire am Montag. Hoffen wir das aber mal nicht. Ulrike H., das ist eine Bestie, ey. Was? Ulrike H. hat ach nee, gelevelt. Kann das ich nicht. Ja, ich muss einmal Mensch, gucken. Ulrike, aber ich im hab's Browns? Immer gewusst. Mal gucken, ob es Brownsville dann auch eine Garage zu kaufen gibt. Ich hab nur Mille. Ich hoffe, dass ein M stimmt. Aua! Du hast das voll übersteuert. Ist jetzt voll weit weg. Bitte? Ist jetzt eigentlich voll weit weg.
Nicht. Ach ja, komm, fahr. Wieso haltet ihr an? SpaceX braucht das Zeug. Danke, ist wieder rot. Ach scheiße, ist wieder gelb. Weißt du was, leck mich. Ich habe ein Sondererlaubnis, ich darf das. Ich habe keinen Strafzettel bekommen. Und der Polizist. Ich habe keinen Strafzettel bekommen. Shit. Oh, lol. Ich schon. Oh, Ich bin dir genau hinterhergefahren. Du hast keinen bekommen, ich schon, oder? Oh Gott, ist gar nicht laut. In die Schiene lang. Ach da, lol. Oh scheiße, der Zug ist jetzt viel länger. Okay, das kann ein bisschen dauern. Okay, nicht die Karte da immer. Kann ich kurz mal Sounds gucken? Kann ich das ein bisschen runterdrehen? LKW, Radio, Navi, Musik? Nee. Lautstärke, Spielgeräusche. Okay, Mika hat sich in ein Tuna-Web verwandelt. Ein was für ein Web? In ein Tuna-Web. Was? Eingerollt in die Decke. Ach so. Ein Katzen-Web, ja. So wie mein Steam-Profilbild. Ach so. Okay, ich gehe wieder in mein Führerhaus. Gehe wieder First Person. Oh, ist schon durch. Das ging ja schnell. Hat wohl gerade, glaube ich, Glück. Es gab noch einen Mod, da ist das über eine Meile lang, der Zug, ja, weit über eine Meile. Ja, den habe ich gesehen. Ich wollte den erst auch nehmen, aber ich dachte mir so, boah, nee, also eine Meile muss nicht sein. Vor allem, wenn du dann Pech hast und... Was macht ihr denn hier? Ach so, ist auch ein Ampelsystem noch dazu. Hupst du mich an oder wer hupt hier? Hey, ich hup nicht. Oder wer hupt dann hier? Keine Ahnung. Josh T. 4800 verdient. Ich doch nicht hupen, Tani, hallo? Hör mich an zu hupen. Oh, rot. Egal, scheiß drauf. Wir haben eine Sonderlieferung, okay? Ich bräuchte einen Kaffee, lustigerweise. Wie sieht's bei dir aus? Oh, ja. Mein Bett ist fast voll. Ich werde mir hier vorne gleich reinfahren. Alter, hier habe ich nicht gesehen. Komm, dann weißes Auto rausgefahren. Wollte mich verarschen. Können wir gleich hier reinfahren? Alter. Ja. Ich bin schon mit mir. Oh, Telefon! Ich kann nicht. Ich hab zu tun, ich muss das SpaceX fahren. Wir fahren gleich ganz hinter, ne? Für den Kaffee, jo. Oh, Scheiße! Was tust du? Felsen! Felsen? Wieso Felsen? Muss auch nicht, man muss rückwärts einparken. Oh fuck. Das wird dir nicht gefallen. Das sind richtige Parkplätze zum rückwärts einparken. Ja, klar. Ich park vorwärts rein, dann fahre ich hoffentlich rückwärts aus. Oh oh. Hallo? Scheiße, du musst dich andersrum reinparken, oder was? Nicht dein fucking Ernst. Also ich bin gerade vorwärts reingefahren und konnte mir keinen Kaffee holen, du? Ah, boah, ist ja lecker. Du konntest dir einen Kaffee holen. Ja, ich habe abgesattelt. Das ist...
Cheating. So, jetzt haben wir natürlich ein Problem, das wird mir nicht funktionieren. Was hier? Oh Scheiße, das wird nicht funktionieren. Ah, genau, reinkommen werde ich jetzt nicht. Ah, nicht genau. Ich kann nicht, hey, ich kann trotzdem nicht. Wieso kann... Willst du mich jetzt verarschen? Ich will nur einen Kaffee haben! Bist du Energy Drinks? Jetzt geht's, Alter. So. Den Energy habe ich ja hier. So. Mein Bagger wiederholen. Vielleicht wollen die auch den Strand platt machen, um noch mehr Stadttower zu bauen. Ja, jetzt ein schönes Schild kreuzen. Die FAA sagt da ganz gepflegt Nope. Wahrscheinlich. Oh, ich bin gespannt, was wir am Montag dann machen, ey. Ich hoffe, die ziehen komplett durch. Voll tanken und dann Langzeitzündung. Boah, das wäre so cool. Das Pad tut mir jetzt schon. Wenn sie nicht. Das Pad tut mir jetzt schon leid. So oder so tut es mir leid. Lasst ihr mich raus oder nicht? Lasst mich raus, danke. Immerhin haben sie mich rausgelassen. Ja, ach komm ey. Lass mich raten, sie haben dich nicht rausgelassen. Ja doch, und dann sind sie losgefahren. Ja, wie bei mir vorhin. Okay, let's go. The road again. Ja, erst überholen und dann abbremsen, du Affe, ey. Das mache ich so absichtlich. Okay, da wäre abbiegen. Fahr ich hier rüber. Oh Gott. Oh Gott. So. High Speed. 580 Meilen. SpaceX wartet. Boah, ich bin gespannt, wie es dort jetzt aussieht, ey. Ob man da überall reinfahren kann, bestimmt, oder? Ich meine, es ist ja eigentlich alles offen. Es ist ja eigentlich alles offen. Eigentlich. Ich logge mich mal bei 80. Dann müssen wir danach noch nach Houston fahren, eigentlich. Also Houston würde ich auch gerne freischalten. Da kann man immer deine hin und her pendeln. Ja, genau. Das war so mein Gedanke. Okay, bin auf 80 gelockt. Let's go. Wieso habe ich denn die Leiste von Windows unten bei diesem Stream nicht zu sehen? Weird. Ich glaube, ich sehe dich ganz am Horizont da hinten. Ich sehe deine Lichter. Beide? Das glaube ich nicht. Sicher? Ja. Okay, dann ist jemand anders. Ich stand eben komplett. Oh, Mist. Oh, neckes LKW! Ein McDonald's LKW, cool. Und ich gesehen. Ein Bus. Schönen guten Tag. Ich überhole euch mal alle. Ich hab's eilig. Termine und so. Ich hab die Strecken länger in Erinnerung gehabt, muss ich sagen. Ich
dachte, das dauert alles wesentlich länger, die Fahrten. Aber bis jetzt geht's eigentlich relativ fix. Wir fahren ja durch eh zwei Städte durch, glaube ich, noch vorher. Alter, yo. Noch ein meckes LKW. Alles klar. Was passiert? Aber können wir auf der linken Spur stehen bleiben? Ja, klar, warum nicht? Why not? Kann man ja mal machen. Noch ein meckes LKW. Wahrscheinlich auch im Konvoi. Niklas, hi. Hi, hi. Na, wie geht's dir? Alles gut bei dir? Wieso habe ich 20.000 Dollar jetzt wenig? Ach so, ich habe ja Abschleppen, Unfall, ja, ich erinnere mich wieder. Bei mir schmilzt der Schnee wieder. Oh nein. Ja, der Schnee schmilzt. Ich downloade mir dann demnächst mal den Frosty Mod für den ETS. Von der Seite da. Ja. Bei mir ist auch alles supi. Ich fahre zu SpaceX hier. Ich bin mega happy. Wir fahren jetzt nach Starbase. Und guck mal Starship an. Zwar nur in-game, aber immerhin. Immerhin. Und nach Houston. Ich will einen Falcon Booster sehen. Wie weit hinter mir bist du? Ja. Ja, gut. Bin jetzt bei einer Baustelle. War da irgendwo eine Baustelle? Bin jetzt einspurig. Wo bist du? Da bin ich sehr weit hinter dir, wenn das neues Wort. Also, ich wüsste keine Baustelle und ich weiß noch nicht, wo es auf der Strecke gerade einspurig war. Wenn ich ehrlich bin. Da bin ich so weit hinter dir, dass du neues Wort. Okay. Also, sollte ich in Brownsville dann sein, dann warte ich natürlich auf dich, dass wir zusammen dahin fahren. Es wird doch gerade Tag, also es steht alles ganz gut. Oh nein, jetzt kommen wir noch Autos. Fahrt bitte schneller. Ihr dürft schneller fahren als ich. Warum fahrt ihr jetzt? Und so langsam. Komm, gib Gas, ich will nicht bremsen. Gib einfach Gas, bitte, ich will nicht bremsen. Weil die Amis mit ihren Fettfingern das Lenkrad nicht richtig bedienen. Bitte? Bitte was? Weil die Amis mit ihren Fettfingern das Lenkrad nicht richtig bedienen können. Das ist schon ein bisschen böse, ne? Und? Die nicht alle Fettfinger haben? Wie kommst du auf die Annahme? Weil du es eben gesagt hast. Das war ja, aber ich habe ja gesagt, dass es nicht so ist. Ja, aber deswegen kam ich jetzt auch. Wow. Fahrt bitte und an die Bremsen. Und an die Bremsen doch. Die bremsen bestimmt gleich, oder? Ich fahre 80. Ich kann nicht so schnell bremsen wie ihr. Bitte. Oh, hier ist ein Polizei. Hallo Polizei. Ich hole die Polizei. Oh, ein Tesla-LKW. Achso, da ist ein Tesla-Symbol drauf. Was transportieren die denn? Autoteile? Ja, Autoteile wahrscheinlich oder so. Nein, nicht bremsen, Junge. Okay, fahr ich hier lang. Ich hätte davon, das ist ein LKW. Der fährt langsam. Oh, bitte fahr, bitte fahr, bitte fahr. Ich habe meinen schönen Schwung gerade. Bin im Flow. Bitte fahr schneller. Oh nein, er wird bremsen. Wenn ich mit 80 km/h einen reinfahre, ne? Da habe ich 100% Schaden. Ja. Bis jetzt scheint er aber. Er ist langsamer, aber er fährt schon noch. So, die behole ich rechts jetzt. So, die behole ich der rechts. Ja, die machen ein Rennen, Alter. Was soll ich es riskieren? Vielleicht fahren die jetzt hier runter. Ah, guck einer an. Sehr schön.
Weh, du fährst jetzt rüber. Untersteh dich jetzt rüber zu fahren. KI, bitte nicht. Schönen guten Tag. Ciao. Noch 399 Meilen. Fast geschafft. Ach du Scheiße, bist du bald. Wo bist du? 434. Weißt du, wie ich vor uns, wo ich hinter dir war? Zucker. Ist aber gar nicht so weit, also du holst relativ schnell auf, wenn ich jetzt anhalten würde. Oh Gott, Maus, tu das nicht! Guck, ich glaube, ich spiele dann später noch mit Pokémon, ey. Ich hab so Bock auf Pokémon. Wollen wir noch eine Runde dann später Pokémon spielen? Ja. Aber die zweite Arena wäre schon nice, ne? Die zweite Arena? Ich habe mein Lavita schon ein bisschen trainiert. Hashtag überlebt. Nein, gar nicht. Also ich schon. Ja, im Endeffekt. Immer testweise normal. Mit dem Mount bei dieser Glitchstelle rübergejumpt und das geht. Das geht. Habe ich eventuell was gefangen. Why not? Ganz ehrlich, mir ist es egal. Jetzt bin ich richtig überlevelt. Ach, mir ist es egal, ob ich überlevelt bin. Ich spiele so, wie ich spiele. Wenn ich da 10 Stunden durch die Gegend dumper und alles Mögliche fange und kämpfe, dann ist das so. Keine Ahnung. Glaub ich nicht. Dann müssen sich die Arena-Leiter halt mehr anstrengen. So, dann kannst du auch nichts machen. Wir müssen immer richtig kämpfen. Kriegt ja nichts dafür, wenn die so Lappen sind. Dann hätten das ja auch machen können. Stundenlang durchs Gras hirschen. Aber wir sind nicht die Einzigen, die so spielen, ne? Eine gute Freundin von mir, die spielt auch so. Die haben das auch... Es war abzusehen, das hätte sich Nintendo auch denken können, dass man da massiv überlevelt ist. Ja, naja, ist halt so. Okay, bitte fahr jetzt nicht rüber. Naja, die ist, die will heute erstmal dieses erste Mega-Pokémon machen, was wir gestern zum Schluss noch gemacht hatten. Also nicht vorgestern. Das will die heute erstmal machen. Die spielt auch schon so lange wie wir. Der ist sogar noch langsamer als wir, wenn man das so sieht. Gut, wir haben uns dann drängen lassen, weil wir halt die Pokémon nicht mehr auf dich gehört haben. Wäre das nicht passiert, ne? Ja, ich bin noch ein paar Stunden rumgehirscht. Wahrscheinlich. Aber zweiter Orten wäre schon ganz cool. Kriegt man neue Gebiete und neue Pokémon zum Fangen. Es ist Tag, also der beste Moment, wenn wir jetzt bei Starbase ankommen sollten. San Antonio. Also wenn ich da ankomme, ist es wieder 8. Nee. Oh, ewig. Scheiße, ich muss langsam mal fahren. Nein, ist mein Schwung weg. Ach, Mann. Oh, warte mal, ich kann ihn überholen. Oder auch nicht mehr. Oh, das sieht aber cool aus hier. Oh, scheiße, ich muss hier rüber. Sieht cool aus. Okay, wieder Vollgas und let's go. Barbecue Bacon. Oh, Alter, ich krieg Hunger, ne? Wenn ich das sehe. Barbecue Bacon Burger. Hier lang, ne? Genau. Und dann jetzt hier links. Richtig. Oh Gott. Das war close gerade. Ich bin da gerade ausgefahren. Straßenführung beste. Pass auf bei diesem Kreuz da. Das sieht auf der Map richtig weird aus, wie du fahren musst. Ich wäre gerade ausgefahren, es wäre ein Fehler gewesen. Du musst rechts und dann wieder links. Oh. 290 Meilen. Oh.
Wir sind gar nicht mehr so weit weg. Wir kommen näher. In der nächsten Stadt oder so, wenn ich jetzt die Möglichkeit habe zu warten, dann warte ich erstmal auf dich, okay? Ja. Ein bisschen Sprit nachtanken wäre sowieso nicht verkehrt. Kommt da was? Nee. Er wird durchziehen. Die Autobahn ist komplett leer. Okay, 3 Autos. 4 Autos. Geht's nach Houston? Vielleicht nehmen wir noch eine Fracht nach Houston später. Dann können wir uns dann das Weltraumzentrum dort mal angucken. Erstmal das Highlight, bitte. SpaceX. Starship gucken, Starship gucken. Ich bin so hibbelig, ne? Ich bin gespannt, wie das aussieht. Fällt man gar nicht. Bloß nicht. Was wäre was? Gary O. hat 2500 Mäuse verdient. Oh, hier ist was zum Ausruhen. Da fahre ich mal kurz raus. Ist zwar keine Tankstelle, aber passt schon. Da warte ich mal auf dich. Oder schwebt ein Heli. Das ist kein gutes Zeichen. Käffchen brauche ich zwar noch nicht, aber komm, wenn ich mal hier bin, nehme ich eins mit. Und warte auf dich. Käffchen. Oh, ich hinsetzen hier. Ich kann ein Stück vorfahren. Das sehe ich gerade. So, wo steckst du denn? Da oben ist noch bis San Antonio gerade noch runter. Wir sind gleich da, ne? Ja, da ist ein Aussichtspunkt. Man kann bis an den Strand fahren? Bitte was? Oh, da kriegen die Umweltaktivisten auch schon Pickel. Also es sieht so aus, als ob man bis an den Strand fahren könnte, optisch. Also wenn ich jetzt so Pi mal Daumen gucken müsste, würde ich sagen, hier müsste Starbase sein. Hier. Oder? So in etwa. Und direkt da vorne? Wo das aus? Das ist natürlich eine gute Frage, ne? Oder hier? So nah an Brownsville ist es aber nicht dran. Weil das hier Brownsville ist, ist das hier noch nicht Starbase. Hm. Ja, es wird hier hinten irgendwo sein. Ah, nee. Bist du schon hier? Bist du hier neben mir oder was? Nee, aber ich sehe dich. Soll ich weiterfahren? Ja. Okay, let's go. Der Heli macht mich sowieso nervös hier. So, hab ich nicht. Oh shit. Oh. Was tust du? Hier ist Vollsperrung oder so, keine Ahnung. Auf der Straße oder was? Auf der Autobahn? Ja. Okay. Ich bin jetzt wieder auf der Autobahn drauf. Was ist denn dort passiert? Wo der Heli ist, oder was? Oder? Ja, darunter stehen 2 Polizeiautos und haben die Straße blockiert. Scheiße. Wo ist voll die Eisen? Bin ich jetzt fast über platt gefahren. Ich gehe mal auf 60, 75 darf man, da kannst du mich einholen. Da oben ist aber auch Stau. Wiegestation. Sie können die nahe Wiegestation umfahren. Oh, gute Fahrt, danke. Ich muss nicht wiegen. Nur ein Zahnstocher. Das stimmt nicht, aber die Zahl könnte das Ding wahrscheinlich nicht anzeigen, die Waage. Daher ist das, denke ich, besser. Ach, find euch doch ins Ey, Alter. Was ist denn jetzt schon wieder? Ich muss wiegen. Ja, ne? Dann würden wir dieselbe Fracht haben. Das ist ein bisschen seltsam.
Ich glaube 60, du kannst mich einholen. Ja, Officer, wie schmeckt der Donut? Oh, ein Donut wäre jetzt lecker. Gekrabbelt. Wenn wir irgendwann mal hier ohne Navi fahren, ne? Sind wir am Arsch. Also, wenn wir dann im Winter fahren, also wenn es Schnee ist, ein ETS natürlich. Also fahre ich ohne Navi, ne? Mit Schnee. Das wird bestimmt richtig witzig. Und dann Geschenke überall hinbringen und das wird voll toll. Hier so. Bist du mit Wiegen schon fertig? Ja. Okay. Noch sehe ich dich nicht im Rückspiegel. Hier. Hier erkennen. Simple Rocketport. Okay. Fahr bitte gerade. Fahr einfach gerade. Fahr einfach gerade. Okay. Fährt gerade. Nee, fährt nicht. Nee, fährt nicht gerade. Das ist bei der Tastatur halt besser. Wie sieht die Gegend eigentlich aus? Nicht mehr ganz so wüstig. Das fährt sich ja ganz anders, dass die Kamera so hat. Oh Gott. Das ist weird. Manchmal bei Starbase, wenn ich langsam fahren kann. Da geht das. Ah, ich wollte meinen LKW innen drin noch umdekorieren. Stimmt, hab ich vergessen. Und ich wollte noch das SpaceX Painting drauf machen. Eigentlich. Ach ja, stimmt, der Wort. Mhm. Der ist ja mit drauf, der Mod. Jetzt überholt er mich. Ja, mach doch. Ich muss halt langsam fahren, ich warte noch auf den Rest des Konvois. No. Ja, noch langsamer, genau. Ja, klar, alles klar. Ich gehe mal zu Fuß, ne? Wie, zu Fuß? Brownsville, ich bin fast in Brownsville. Ich warte in Brownsville auf dich. Einkommen 2200 von Dominik L. Sehr schön. Komm, überhol mich, Junge. Überhol mich, überhol mich, überhol mich, Junge. Ich muss rüber. Okay. Einkommen 2100 von dem Dirk H. Es sind so viele Leute hier angestellt, dass wir habe ich nicht mal ein ETS. Fast in Brownsville. Und damit hatten wir bei dir nicht gerechnet, dass sie das echt einbauen. Weil es hat auch nur angeteasert haben. War aber cool, ist eine schöne Überraschung. Hast du das gesehen, das quietsch, quietsch? Ja, hallo? Das wird wahrscheinlich gleich nicht anders werden. Ich reiß mich zusammen, okay? Ich versuche nicht zu quietschen. Ich kann das, ich kann mich auch zusammenreißen, ja. Oh Gott, was ist hier? Ein Dörfchen. Ich feuer schon langsamer. Steckst du? Jetzt können wir mal kurz die Karte gucken. Ah, da kommst du doch, du bist recht hinter mir. Schön. Achtung, hier ist eine Ampel. Ich sag's nur. Ampel, Schmampel. Oh, Scheiße! Ampel! Was ist denn jetzt hier los? Hier ruckelt's gerade wie verrückt. Ampel, Schmampel. Alter, was ist denn jetzt hier los? Ich hab 3 FPS. Ich auch, Alter. Was ist denn jetzt los?
Apfel, oh Gott! Was ist denn jetzt los? Oh, Stein, der will abbiegen! Ich glaub, oh, jetzt geht's wieder. Was war das denn gerade? War das dieser Zug? Ich muss mich wiegen lassen. Jetzt geht's wieder. Boah, das war der Zug, oder? Und ich fahre in den Gegenverkehr mit 3 FPS. Ich muss zur Wiegestation, ja gut, ne? Hier ist ja auch keine Wiegestation. Da, ich war nicht links rüber. Wiegestation nicht aufgesucht. Hier rechts war doch gar keine Wiegestation. Ich war links. Aber ich hätte auch gar nicht darüber gekonnt. Da hätte ich jetzt erstmal hier rumgemusst. Ja, doch hier über die Straße, ne? Ja, aber ich ging ja nicht. Das hat mich vorher abgezogen, dass ich nicht hingefahren bin. Also echt $700, gönnt euch. Ist mir egal. Ich glaube, den Zugmod müssen wir wieder rausmachen. Das ist jetzt schon Brownsville, oder? Als nächstes kommt Brownsville. Ich gehe schon mal ins Third Person, glaube ich. Ich muss. Das heißt, wieder, wie der TS-Channel heißt. Boca Chica Drivers, ja. Sehr passend. Ja, der Zugmod, den machen wir lieber raus wieder, glaube ich. Der ist. Das war gerade echt creepy. Brownsville. Ne. Das Ding ist perfekt umgesetzt, dann werden sie es wahrscheinlich nicht können. Aber mal gucken, inwieweit es gut umgesetzt ist. Ich bin sehr gespannt. Dass sich das quasi jede Woche ändert, nein. Ne, ich meine von den Distanzen zwischen Brownsville und das Ganze alles so. Meine ich. Was ist das denn hier? Hallo, Kollege? Okay, ich überhole mal. Spontanes Überholmanöver eingeleitet. Komm schon, gleich ist bei uns wieder. Wir sind gleich da. Hippe. Jo! Er bleibt einfach mal von jetzt auf gleich stehen. Weißt du, was ich hier besser finde in ATS? Was denn? Es gibt keine Straßenbegrenzung, dass du halt dich umlenken kannst wie in ETS. Hier kannst du einfach mal umlenken. So, hier geht das. Fährst kurz durch das Gebüsch, mit der Seite und gut. Ja. Hier gibt es sogar kleine Straßen, dass du hin und her fahren kannst. Zwischendrin. Bei ETS würdest du erstmal 100 Kilometer jetzt fahren müssen, um überhaupt umzulenken. Wenn da irgendwo so ein kleiner Elon rumläuft, ne? So als Easter Egg, ey, ich würd's feiern. Ein kleiner Elon. Ich werd jeden NPC angucken. Wenn die das schon reingebaut haben, also. Ich trau's hinzu, dass sie das auch gemacht haben. So als kleiner Easter Egg. So, sind wir da in Brownsville, oder? Das müsste Brownsville sein hier vorne. Nicht Brownsville? Okay, ist noch nicht Brownsville hier. Lol, hast du das Schild gesehen? Nee, was für ein Schild? Muss ich ganz lesen, irgendwas mit in case it's really rocket science oder so. Oh Mann, ich hab's nicht gesehen! Der Bus ruckelt hier. Oh nein, Zug, bitte jetzt nicht ruckeln. Den müssen wir ganz dringend rausmachen. Lass mich vorbei, Bus, lass mich vorbei. Okay, geradeaus weiter. Brownsville, was ist denn Brownsville? Nein, ich reiß mich zusammen. Denk mal an den Booster-Tag. Scheiße, wir müssen hier links runterfahren. Oh Gott, jetzt sind wir gleich da. Nein, denke ich jetzt nicht. Ich fahre jetzt erstmal nach Boca Chica, bevor ich nach Houston fahre. So, hier runter.
ob ich in Third Person gehe oder gehe. Das schöne Hitzeschild. Ich gehe erstmal First Person und dann irgendwann werde ich Third Person gehen, wenn wir dann da sind. Oh, es ist grün. Ja dann. Ja, das will ich. Oh, ich glaube, ich bin. Hoppala. Hallo, Gegenverkehr. Tschüss. Das ist natürlich belastend. Ja, schon. Ja, schönen guten Tag. Hey, du musst Hallo. Mal. Ey, komm, du darfst nicht alleine reinfahren. Groundswell. Aber du musst wenigstens warten. Komm schon, wir wollen zusammen da reinfahren. Komm schon. Bitte warten wenigstens. Warte. Ja, ist ja okay. Warum Kaffee dringend? Wir fahren jetzt zu SpaceX, da brauchst du keinen Kaffee. Du bist das so eh Adrenalin dann im Blut. So, okay. Let's go. Gleich da. Noch 30 Meilen. Oh mein Gott, ey. Ich bin so hibbelig. Nicht hyperventilieren. Auto. Auto. Ein Auto. Ich sag's dir. Ich guck nur an den Horizont, ob ich irgendwas erblicken kann. Irgendwo da vorne links müsste es dann. Tati! Oh, ich seh was! Das war ein Witz, was? Nee, ich seh wirklich was da hinten links! Oh mein Gott, ich seh was. Scheiß Spiegel, ich hab einen Spiegel im Weg. Fucking Spiegel! Was ist das da hinten? Was ist das? Ist das ein Hafen? Was ist denn das? Ach scheiße, es ist ein Hafen. Ach, fuck you. Oh scheiße, Bus, rot. Ah. Rot. Das ist ein, links ist ein Hafen. Ach Mann, oh. Gleich. Hi. Hi. Bitte? Ich wollte das Grüne mit anderen mitgenommen. Kommst du? Ja. Okay. Ja, ist da links ist der Hafen. Das ist nicht. Nee. Irgendwo gerade vorne links müsste es dann auftauchen. Müsste auf der linken Seite sein, von Brownsville gesehen, wenn man so fährt. Eigentlich. Ja, doch. Das ist ein Zitat von ihm. Das war von einer halben Stunde, okay, das ist jetzt hinfällig. Das ist die Halbist! Scheiße, ich muss. Es wird. Oh mein Gott, ich hab's gesehen! Okay. Oh, der Booster, die Star schon. Das ist. Oh, oh. Das ist ich bleib First Person. Achso, Midbay, Hi, Bay. Hä, Moment. Das ist nicht die Startzentrum. Hier ist erstmal nur die Base. Startding ist weiter geradeaus wahrscheinlich dann. Oh mein Gott, da ist das Starship! Das Mission Control Center gibt's auch noch. Alter! Oh mein Gott, siehst du das bitte? Sag mir, dass du das siehst. Ja. Scheiße, hat einen Screenshot gemacht, Hilfe! Oh Gott, Alter. Oh mein Gott. Leider nicht drauf. Doch, hier kannst du reinfahren. Hier. Da ist ein Tor davor, aber du kannst da rein, oder? Das sieht aus, ging das Tor nämlich auf. Steht sogar. Oh mein die. Gott. Okay, hey, lol. Lol, die haben das weggemacht. Ey, was ist denn hier schon, was Starbase? Da vorne. Oh mein Gott. Launch Side. Gerade hin. Wir müssen da hinfahren sogar. Alter. Oh mein Gott. Aussichtspunkt, ja. Da, wollen wir erstmal einen Aussichtspunkt fahren? Der ist hier gleich. Und es war Fracht. Oh, hier links, links. Links? Was ist links? Das Mission Control Center.
Den Aussichtspunkt holen wir uns dann, okay? Ja. Oh mein Gott, siehst du das vor uns? Liegen da Trümmer auf dem Strand? nee, ist ein Ast. Ich würde sagen, liegen da Trümmer auf dem Strand, Alter. Oh Gott, huch! Oh mein Gott. Oh, das ist ja aber arg verkürzt. Wir müssen hier reinfahren! Siehste, Lounge-Side, ich sag doch, zum Trümmer wegräumen. Oh mein Gott. Oh ne, doch nicht Lounge-Side. Fast. Oh mein Gott. Ja, wo wollt ihr das hinhaben? Okay, ja, kriegt ihr. Oh mein Gott. Da ist das Starship. Ich muss da hinfahren jetzt. Ich kann nicht anders. Ich will aussteigen. Hallo? Komm schon. Sattel ab, ich will aussteigen. Ja, ist mir egal. Geh weg jetzt, lass mich in Ruhe. Fahren. Oh mein Gott. Der Kran bewegt sich auch. Die machen da gerade was. Entschuldigung. Ich reiß mich sehr zusammen. Hör mal auf, mich zusammenzureißen. Ich muss jetzt hier weiterfahren. Ich muss dahinter fahren. Ich muss dahinter. Da ist der Hopper! Entschuldigung. Ich hab. Nee, das sind so schön aber überall. Also hier muss ich so einiges gemacht werden. Oh mein Gott. Alter. Nein, das hat die wirklich gemacht. Das ist echt sauber. Die Tankfarm fehlt auch, glaube ich. Ah, schon echt gut. Oh mein Gott, das ist so gut. War dir das gut? Kann ich? Oh, da ist der Kaffee, das ist perfekt. Oh mein Gott, Alter. Machen wir echt gerade was. Du, aber es gibt ja jetzt diese Secret-Wege und das ganze Zeug, ne? Die gibt's ja. Guck mal, rechts auf der Karte, da ist ein Aussichtspunkt oder ein Fotospot. Ja. Das heißt, wir müssen irgendwie da reinkommen können. Also man kann da reinkommen anscheinend. Ja. Wir müssen den Weg nur finden. Über den Strand vielleicht? Warte, ich will das sehen, ich muss hier rüberfahren. Oh mein fucking Gott. Die haben das echt reingebaut, ich werd nicht mehr. Ich zieh hier ein. Ich zieh hier ein. Boah, hier reiten Leute mit Pferden lang. Am Strand. Mary, bist du's? Oh Gott. Das ist safe, Mary. Das ist ein Easter Egg. Oh, Entschuldigung. Ich hol mir kurz einen Kaffee. Also ich trinke erstmal jetzt meinen Kaffee, ja. Doch wieder. Die reiten halt hin und her, lass sie doch. Oh mein Gott, der Booster. Die Gridfins oben auch, ne? Alles dran. Scheiße. Eigentlich so weit draußen, ehrlich. Ey, ohne Scheiß, die wären dumm, wenn sie nicht so Mega-Frachten jetzt hiervon machen. Mit so Raketenteilen hast du nicht gesehen. Die wird das ja dumm. Das ist so präsentiert dafür. Warte mal, wir müssen ja irgendwie reinkommen, weil da ist ein Fotospot drin. Ja, ich will mal gucken, ob die hier aufmachen. Guck mal, ob die aufmachen. Ey, du da, Kollege, komm mal auf hier. Hallo. Boah, Tor auf. Da hinten kommen wir nicht an den Strand. Also muss es einen anderen Weg geben. Wenn das hier auch nicht aufgeht. Alter, wie geil ist das denn bitte? Boah, sie es echt reingemacht haben, ist so mega. Oh mein Gott, wie gut das aussieht. Okay, wenn es jetzt hier einen Secret-Weg dahin gäbe, oder gibt, dann muss der... Ich sehe halt nicht ganz. Ich auch nicht! Aber hier, wenn ich hier... Oh, man sieht es komplett von hier! Komm mal her! Guck mal! Oh, man kann es ganz hoch. Ich würde sogar aussteigen, ich würde was zum geben, wenn ich aussteigen könnte, ne? Ich würde die Spitze ist tausendmal nicht. Doch, ich sehe sie so ein bisschen.
Alter, wie geil ist das denn? Die haben das echt reingemacht. Also wenn es einen Secret-Weg dahin gibt, dann wahrscheinlich hier durch. Oh, Schild, sorry. Das brauchen wir eh nicht mehr. Beim nächsten Steady Fire ist das Schild sowieso weg. Irgendwo? Ich hab so eine Vermutung. Ja, ich hab hier so eine Vermutung. LOL. Wie sind die Boca Chica Häuser? Fährst du gerade darüber über die Wiese oder was? Nö, hier ist so Straße zu Hause. Wo wohnt Mandy? Oh Scheiße, nicht ins Haus! Ob man hier durch kann? Die Frage, ob ich da durch kann. Sorry, mein Fehler. Ich komme erstmal mit zu dir. Weil wir können ja echt auch reinfahren. Wie cool, ja. Bitte. Bist du schon bei dem Spot gewesen da? Nee, ich bin ganz woanders jetzt. Ich stehe vom zweiten Eingang zum Heimwehr und die machen mich auch nicht auf. Boah, hier ist ein Losscode. Tani, hier steht ein Losscode. Ich komm. Warte. Falsch. So, wenn wir hinten lang fahren können, wahrscheinlich nicht. Das ist ein sehr harter Busschaden, 3%. Fährst du euch da hinten lang jetzt? Hier steht der Nosecone! Wo bist du denn? Oh mein Gott, die Base, Alter. Wo bist du? Bist du da hinten? Okay, ich komm mit. Warte. Oh, der Nosecone! Achtung, der eine Busch da ist aus Beton. Welch? Irgendeiner. Okay, nee, ich hab keinen erwischt, alles gut. Gut, der halbe ist. Ich weiß nicht, ob ich hier weiterfahren soll. Hier wird's glitschig. Der halbe ist. Ja, ich seh's auch. Von deshalb so. Oh mein Gott, das sind die ganzen Teile! Wir sollten hier nicht weiterfahren, oder? Oh mein Gott, man kommt. Oh Gott, doch, wir müssen hier weiterfahren. Ich bin unterwegs. Kann er sie aufhören? Siehst du das nicht? Ja, ich sehe das! Ach, das ist der Rocket Garden! Lol, die haben selbst an den Rocket Garden gedacht. Oh mein Gott. Wie geil ist das denn bitte? Dennis, guck mal. Ja, ich guck doch. Guck mal nach hinten. Ich kann fast dran kratzen. Guck, tatsch. Also ich brauch bloß das Fenster runter und... Alter. Sieht sogar ganz... Sieht der Booster auch noch, ey. Wie gut ist das denn, bitte? Oh, das ist so insane, ne? Gab's in Brownsville eigentlich jetzt irgendwie eine Halle zum Kaufen? Ich würde in Brownsville gerne einziehen. Ich möchte gerne hier in das Dorf einziehen, das wäre geil. Oh. Ich bin neben dir. Okay, dann kann man doch safe vorne auch rumfahren über den Strand. Ja. Ja, ich glaube, das ist ein Aussichtspunkt hier. Ja, ich auch, ich komme mit. Hier rein? Ich glaub's nicht. Das ist alles zu sein. Oh, sorry. Das war knapp. Lass uns nicht rein, weil wir nicht hier angestellt sind. Aber ich würde gerne, ich will gerne hier arbeiten. Elend, ich will einen Job haben. Wo ist denn das
Da vorne ist das. Hier vielleicht. Kommt man doch irgendwo rein, das kann mir keiner erzählen. Mann. Benzin-Eingang hier aus. Wenn irgendjemand aufgeht, schrei ich. Könnt ihr bitte die Kamera auf die andere Seite drehen, Freunde? Genau so habe ich mir das gedacht. Ich will auch Screenshots machen. Wie gut ist das denn einfach, ey? Einen habe ich noch. Probieren wir schon versuchen. Was ist denn von der Highbase auch noch? Oh mein Gott. Der Screenshot-Ordner wird voll. Das sind wieder Starships in Tarnkappenmuster. So weit ist schon. Nein, hier ist sogar ihre Container-Wall. Alles gut nachgebaut. Ich teste jetzt was, ich muss es testen. Nicht schlecht, ey. Ich kann nicht. Hast du schon beim Spot hier schon benutzt? Ja. Musst du mal eine Weile warten und dann gucken, wo du überall hinguckst. Das ist voll schön. Ich muss das jetzt probieren einfach. Ich kann nicht anders. Ich hoffe, das klappt, was ich jetzt vorhabe. Drück mir die Daumen. Raketenbasis. Oh, kann ich mir was trinken? Voll Kopfschmerzen. Scheiße, ich häng fest. Scheiß Absatz. Wo komme ich denn den Absatz runter? Da drüben wäre ich den Absatz runtergekommen, oder? Shit. Ich habe ein Problem, ich muss mich kurz abschleppen lassen. Wohin? Nach Brownsville, ja. Shit. Ich will da jetzt runterfahren. Jetzt kann ich kurz gucken, ob es in Brownsville auch eine Garage gibt. Ich würde losziehen. Alter, der Shot vom Pulse-Deck. What the fuck? Ich habe schon Screenshots gemacht. Los jetzt! Lade! Wo muss ich hin? Ich komme wieder. Alter! I'm on the way. Boah, das ist... Warte, bin auf dem Weg. Nicht wegfahren. Das hört ja gar nicht auf, es geht immer weiter. Ja, bin ich falsch gefahren? Nee, bin richtig. Holy shit. Ich muss kurz wieder hinfahren, ich hab mich irgendwo festgefressen gehabt. Was macht ihr da vorne? Bitte fahrt. Ich hab da so eine dezente Vermutung. Was für eine dezente Vermutung? Wenn man zu einem Spot da hinten kommt. Ja. Und die wäre? Über den Strand? Oh shit. Vielleicht doch nicht. Ja, ich habe mich da gerade festgehangen am Strand. Da ging es nicht lang. Es muss irgendeinen anderen Weg geben. Ich weiß allerdings noch nicht welchen. Bin da wieder da. Ich mach gleich wieder mit. Erzähl ich gerne so ein Mod mit so einem normalen Auto oder mit so einem Jeep, dass du richtig easy da hinkommst. Das wäre eigentlich cool.
100 Meilen die Stunde. So, da ist der Aussichtspunkt. Wie kommt man da hin? Warte, Vorsicht! Nicht rüberfahren! Hanni! Walter! Entschuldigung! Okay, warte. Hier bin ich gerade runter, hier ging es nicht. Versuche ich es nochmal durch das Teil da vorne? Ich versuche es mal durch das Teil da vorne. Wie kommt man da vorne hin? Ist es auf dem Strand oder wo ist das halt? Ja, es ist drin, oder? Es ist nie auf dem Strand. Oder kommt man da doch irgendwie rein und kann da durchfahren? Ich habe eine Vermutung. Ich guck mal kurz hier was. Weil hier bin ich vor uns eigentlich relativ weit gekommen. Hier sah es jedenfalls gut aus, gut machbar. Ah, du nicht? Was? Hier ist Wasser. Wasser funktioniert auch gut. Oh mein Gott, ich komme dahin. Bist du? Oh oh. Kann man sich nicht falsch lernen ohne die Map? Hä? Wo bist du hier durchgefahren, bitte? Ist doch alles dicht? Hä? Kannst du nicht falsch lernen ohne die Map durch, ne? Also. Wie? Hier ist doch Schutt. Bist du über den Schutt gefahren? Nee, an diesem einen anderen Fracht kannst du vorbeifahren an der Seite. Wie ist hier alles dicht? Nö, also rechts rum also, kannst du über die Wiese fahren. Oh Gott, ich bin hinten. Wie bist du hier durchgekommen? Weil mir steht hier. Hier steht da drüber ein Container. Und nicht gerade durch rechts rum über die Wiese. Da raus über die Wiese. Ich komme nicht raus. Hier steht mal ein Container. Wieso kommt halt? Also rechts an der Seite steht keine Container. Und mir ist ja alles voll mit Paletten und Stahlrohr. Kann man hier nicht durchfahren? Nee, okay, hier haben sie extra einen Schutz gemacht. Schweine. Wie bist du? Also bei mir ist hier kein Durchkommen. No chance. Gar nicht. Oh, ich bin bei den Pferden. Ich bin bei den Pferden. Wie? Oh mein Gott, bin ich hinter dran. Oh mein Gott. Also ich komme hier nicht durch, bei mir steht hier halt was bei dir scheinbar nicht steht. Warte mal, wo bist du denn gerade? Muss ich mal kurz gucken. Du bist nur an der Wand links, rechts musst du rüber. Da ist so eine Fracht mit so einem kleinen Wohncontainer. An dem kannst du vorbeifahren. Hä? Daneben steht bei mir ein Bagger. Ich komme mich ja genau an dem vorbeisneaken. Warte, ich komme gleich mal zurück. What? Da passt ein Stück Papier durch bei mir. Ja, den Wohncontainer, den sehe ich. Daneben steht bei mir ein Schuttcontainer und daneben andere mit Bagger. Okay, warte, ich komme mal zurück. Wahrscheinlich steht bei dir der Bagger da nicht. Warte. Weil das ist eine potenzielle Fracht. Die steht bei dir da wahrscheinlich einfach nicht. Ich bin jetzt auf dem Strand, wo die Pferdchen rumreiten. Bist du denn beim Aussichtspunkt? Ja, ich bin da gerade vorbeigefahren, ja. Aber das ist kein richtiger Aussichtspunkt. Oh. Warte, ich komme. Was ist das dann? Keine Ahnung, ein Fotomotiv oder sowas wahrscheinlich. Aber da ist ein Symbol, also irgendwas muss ja sein. So, warte, jetzt gucke ich. So, wo wolltest du jetzt durchkommen? Wo hast du jetzt versucht durchzukommen? Erzähl mal. Komm hier nirgends so durch, das geht nicht. Dann ist ja alles dicht. Oh, warte. Wo willst du denn jetzt hier durchfahren? Hier. Ja, du fährst bei mir durch die Fracht durch. Hier, da steht was. Okay, bei dir steht da was, aber bei mir nicht. Bei mir steht da was, halt ein Bagger auf dem Transporter. Na, bei mir steht da leider nichts. Aber du kannst so hinten über den Strand fahren. Ich bin einfach rausgefahren. Das wäre meine zweite Idee. Au. Du kannst da sehr nah ran. Ich dachte mir schon, dass du da durch bist, aber es geht bei mir ja nicht. Bei okay, das, steht da, das ist weird. Wir sind von hier aus bloß noch was finden nach Houston. Dann haben wir heute Space-Zeugs gesehen. Das wäre cool. Ach, Starhopper. Oh, arme Starhoppy.
Ja, du kannst hier links bei dem... Leute, ist hier irgendjemand, der ein bisschen verdächtig ist? Du kannst hier links bei dem Auto vorbeifahren. Bei dem Jeep. Kannst du vorbeifahren. Ich muss mal kurz hier reingucken. Läuft hier jemand rum? Nein, hier laufen nicht viele Leute rum, leider. Ist ja eigentlich nett. Was gibt's hier eigentlich für Fracht jetzt? Jetzt muss ich mal gucken. Ja, was ist denn das für ein Symbol? Ich komme da gerade nicht hin. Jetzt zum Symbol komme ich auch nicht direkt. Das ist der Tower! So, wieso hat der Tower ein Symbol? Los Angeles, ja klar. Hubbehälter. Das ist der Tower, Tony. Ja, ist ein Fotomotiv halt. Du kommst da aber nicht hin. Ich hab was nach Houston. Wir können von Brownsville direkt nach Houston. Theoretisch, wenn wir das wollen. Bermond, Dean, Angelo. Sogar hier. An wie viele Details die gedacht haben. Müllcontainer. Raumcontainer. Was ist das denn für ein Raumcontainer, bitte? Das ist aber nur ein Wohncontainer, Freunde. Die können nicht einfach einen Wohncontainer nehmen und Raumcontainer ranschreiben. Oder meinen die nur einen Raum wegen Wohncontainer? Bert! Was tust du? Es regnet. It's raining. Das war knapp. So. Heute ist leider kein Start, weil es regnet. Kein gutes Wetter heute. Wenn die irgendwann Florida mit reinmachen, ne? Wird ja irgendwann kommen. Ey, Cape Canaveral, ne? Ja. Aber sowas von. Ich hol mal kurz die Fracht nach Houston, dass wir die dann schon mal haben. Ja. Wir liefern Getreide nach Houston. Gott, ja, fahr noch raus, Junge. Schau, du. Das sieht aus, ey. Haben sie echt cool gemacht. Ach, scheiße. Aus dem Weg. Ich muss die Fracht abholen. Ich glaube, wir werden noch etwas fahren. Ja, wahrscheinlich. Jedes Mal, wenn wir privat fahren, werden wir herfahren. Das wird sich nicht vermeiden lassen. Rutschen ein bisschen, das ist ungeil. So, jetzt ziehen wir uns in Houston rein. Dann haben wir unsere Weltraumtour heute. Oh, ich will den Falcon Booster sehen. Willst du selber transportieren? Ich würde das, ja, das würde ich auch gerne transportieren, aber ich glaube, das haben sie echt nicht reingemacht, was echt traurig wäre. Aber naja. Dann müssen wir auf Mods hoffen, dass da ein paar schöne Mods dazukommen. Aber dann mach ich mir echt gar keinen Kopf, dass da Mods kommen. Wenn nur einer der Modder, die ATS spielen, irgendwie Weltraum interessiert ist, wird da was kommen. Oh, Nase krabbelt. Noch? Oh, rot. Ne, ist grün. Komm, fahrt, Freunde. Ach, hier vom Hafen oder was? Wo ich das Getreide? Ne, hier. Ne, doch. Doch, vom Hafen. Hä? Oh.
ausmachen. Arsch, ey. Bitte? Fest. So. LOL. Wird hier ein Flugzeugträger gebaut? Bitte was? Also es sieht aus, als ob die einen Flugzeugträger bauen. Das sieht sehr weird aus. Das sieht echt weird aus. Oh mein Gott, mir fällt gerade was ein, wenn die das auch noch gemacht haben. Was denn? Wenn das Drone-Chip jetzt noch hier irgendwo steht, ne, am Hafen, flipp ich aus. Das steht mit Sicherheit nicht hier. Aber es wäre cool. Habe ich die Frage nach Houston noch? Jawohl, Houston. Nehmen wir. Also bevor ich das annehme, muss ich mich jetzt hier umgucken, Freunde. Ich kann nicht anders. Ich habe eine Frage, wo sind die Kurve nicht? Oh Gott. Wo sind die Hubinseln eigentlich gerade? Was? Die Hubinseln, die zwei, die ihr geholt hatten. Wo sind die eigentlich? Also die alten Hubinseln. Die stehen irgendwo und verrosten. Also da ist nämlich so eine Insel. Also so eine Hubinsel. Ich sehe die von hier. Weiß nicht, ob das jetzt das sein soll. Oh, siehst du. Oh nein, Zug. Oh, Achtung, Ruckel. Direkt hinter uns. Zug. Okay, Achtung, gleich geht's los, oder? Doch nicht. Oh Gott. Gar nicht laut. Bohrinsel, ach, das soll da laut. Nee, rechts, weiter rechts hinten ist eine. Musst du an das Gitterrisch ranfahren. Dann siehst du es nicht. Yo. Au. Mama. Ja, ist ein kleiner Zug. Was ist los? Komm, geh auf. Oh, ich bin wieder. First Person ist nicht ganz laut. Ja, First Person geht das. Jo, die ganze Zeit am Hupen ist. What the fuck? So, auf nach Houston. Jetzt gucken wir uns das Houston Center an. Es wird schon wieder Nacht, ne? Wir sind den ganzen Tag quasi rumgefahren bei SpaceX. Ja. Ich bräuchte jetzt einen Kaffee und Benzin. Ja, mir ist gut. Nicht so gut. Und dann geht's nach Houston. Und da gucken wir uns das Space Center an. Oh, ist das so toll. Wir haben nicht mal eine Weltraumfracht gefahren, ne? Naja, Bagger sind schon sehr realistisch. Getreide jetzt eher hier nicht so, aber gut, das ist ja auch jetzt nicht SpaceX. Wir hätten gucken sollen, was von SpaceX direkt geliefert wird. Steht, da wird nicht SpaceX dran stehen, glaube ich. Ja, aber wenn es eine Weltraumfracht ist, werden wir es ja sehen. Ja. Vielleicht findet man in Houston eine Fracht zu SpaceX, da können wir dich mal annehmen und können das nächste Mal dann irgendwie fahren. Ja. Alter, wieso hupen die so oft? Meine Fresse. Schnauze! Ja, als ob ich die Kurve kriege, das klappt doch ruhig. Komm, geh auf. Okay, ist auf. So, Getreide ist da. Let's go. Könnt ihr es bitte gleich auflassen? Garantiert Ach, nicht. Bäume. Ja, jetzt mach. Hallo. Da ist der Krabbelt. Okay, wir müssen nach links.
Houston, wir sind on the way. Das haben wir die ganze Nacht durch und wenn es Tag wird, sind wir in Houston. Das ist ja perfekt. Houston, I have a problem. Ja. Na komm. Ja. Oh, oh. Was tust du? Lass das mal lieber. Das war doch gelb. Gelb, gelb hier. Hast du eine Strafzettel bekommen, ja? Ich bin nur noch über eine Bille. Es juckt mich nicht. Ich hab in der Zeit, wo wir jetzt einfach hier rumgedümmelt sind, Plus gemacht. Meine Angestellten bezahlen die ganzen Strafzettel für mich. Schon. Ja, meine auch. Okay, let's go. Nein, nicht noch ein Zug. Das Getreide ist übrigens für das SLS so als Filmmaterial für die ganzen Höhlen und so, damit die nicht auseinanderfallen. Es wäre witzig, wenn ich jetzt das Polizeiauto auf die Schienen schiebe, bevor der Zug kommt. Ist ja ein bisschen lustig. Ey, ich erinnere nur an die Starliner-Kapsel, ne? Starliner-Kapsel? Wo die das wirklich mit Ducktape irgendwelche Löcher zugeklebt haben und dann, das passt schon für den ersten Testflug. Mit Ducktape und Alufolie? Das ist halt die Mentalität, ja. Das sieht man wie Qualitätsunterschiede. Ja, ich steige auf jeden Fall in den Kapsel ein, die mit Ducktape und Alufolie irgendwie gefixt wurde. Und dann wie die Hälfte der Sensoren gar nicht beim Start. Da steige ich auf jeden Fall ein. Mit dem SLS, dann wird es auch noch lustig. Also so die zuverlässigste Rakete überhaupt. Ich bräuchte die. Die sind doch im First Try gestartet oder so. Nein. Aber im Second. Die hatten drei Lecks an der Engine. Die hatten drei Lecks an den Engines und sagen noch, yo, das ist im Rahmen. Ihr habt dann drei Stück an den Engines, das ist nicht im Rahmen. Wahrscheinlich habe ich den Praktikanten schon losgeschickt, um so Ducktape zu holen. Dass das Leck war. So, geh mal schnell, kauf mal schnell was ein. Dann machen wir das wie zu und dann passt das schon. Für den ersten Flug. Ich würde es dir zutrauen. Okay. Hier auch hoch. Und let's go. Ich will den Falcon Booster sehen. Schananana. Sieht bestimmt winzig aus im Vergleich zu dem eben. Wahrscheinlich, aber der ist ja auch nicht so groß im Vergleich zu dem eben. Oh, ich bin müde, ey. Mein Gott. Ich glaube, ich wollte erstmal kurz was zu essen, wenn wir dann noch Pokémon spielen wollen. Nach der Tour. Ja, ich auch. Dann werde ich kurz den Stream halt pausieren und dann neu starten, denke ich. Dass es so ein kleiner Cut ist für den Stream auch. Kann ich das besser einsortieren dann auf YouTube. Ich hoffe, das geht sich jetzt wieder aus, dass wir dann, wenn es... Oh nein, ich brauche einen Kaffee, habe ich vergessen. Wir brauchen Kaffee! Boah, wenn ich da jemals in echt hinkomme, ne? Wenn ich jemals in echt dort stehen kann. Boah. Das quietschen hörst du in Deutschland sogar noch. Safe. Wenn ich einmal echt auf dem Starship wirklich dann davor stehst oder so. Boah, ich käme aus dem Quietschen, glaube ich, nicht mehr raus. Aber ich möchte anmerken, ich habe mich zusammengerissen. Es war nicht so schlimm mit dem Quietschen. Gerade. Ja, ich. Es ging, ich habe mich zusammengerissen. Ja. Ich bin mal auf 80 gelockt. Hier drin eigentlich auch irgendwie Licht anmachen in der Kabine. Ich sehe gar nichts mehr. 3800. Das wäre ziemlich dumm, wenn du das in echt machen würdest. In echt ja, aber hier in-game nicht. In-game ist glaube ich egal. Oh Gott. Mal gucken, ob dann im Dezember, ob die anderen Leute, ob die anderen auch nochmal mitfahren wollen dann. So eine Weihnachtstour. Durch Europa. Geschenke hin und her bringen und so.
Oh, hier ist die Polizei. Ich überhole die Polizei mit 5 km/h too much. Hallo. Ich werde die Kekse auch relativ schnell losschicken. Ess die einfach vorher so, das ist ja. Ja, sonst werden sie dann schlecht, wäre auch doof. Und ob ich dein Geschenk noch rankriege, hoffe ich, muss ich gucken. Kann ich aber erst bestellen, wenn ich das andere sicher weiß. Vorher geht's nicht. Oh Gott, ich ruckel hin und her. Hör auf! Okay, 5 km/h zu viel, ich überhole Slow and Steady alles. Scheiße, ich muss hier rein. Ich brauche einen Kaffee. Ich hab gleich rotes Bett, ey. Ich brauche sowas von einem Kaffee. Krieg ich hier einen Kaffee? Ja, ich krieg hier einen Kaffee. Oh Gott sei Dank, ey. Das war knapp. Ich hol dich da wieder ein. Fährst du 80 oder wie schnell fährst du? Ich stehe! Okay, soviel zur Frage. Aber wie viel Alter! Kommen? Du Lackaffe! Okay, das geht. Eingepennt am Steuer oder was? Was ist denn da vorne los bei dir? Chill mal, ganz ruhig, wir haben gerade SpaceX gesehen. Wir sind gerade in Starbase, ja? Ganz ruhig. Nur nicht stressen. Wo, wenn das irgendwann Florida drin ist, ne? Cape Canaveral. Das muss einfach. Alter, da tut mich willst du mich ver. Was tut ihr da vorne? Jetzt ist hier Krieg, ey. Gamm dich ins Gebüsch, Junge. Ich bin hinter dir. Direkt. Was ist denn? Was hast du hier vorne, bitte? Ich müsste wiegen, aber ich habe keinen Bock. Musst du auch wiegen? Oder? Ich habe abgelaufen. Ja, ich muss wiegen, ich bin fett geworden. Ich tue aber, also, das ist aber nicht okay, darum fahre ich einfach weiter. $700, das ist. Das bezahlen meine Angestellten für mich. Oh Gott. Nein, ich hab's gesehen. Kleines, oh mein Gott. Verpischt euch. Nein, ist da Ampel. Scheiße. Bremsen. Oh, Alter. Er muss ja mir vorbeiquetschen, ne? Muss er haben. Oh, du bist so ein Spaten, ey. Was machen die denn alle hier, Alter? Ja, Alter, ihr seid so Spaten. Ciao, ich fahr. Gar keinen Bock mehr. Ciao! Wow. Bremsen sich gegenseitig aus. Weißt du, wie für U es ausschlägt? Wie wäre ich in Spatendorf auf der Liga? Wow. Ich habe ein bisschen Damage am LKW, sehe ich gerade. So minimal. Lass mich wieder Gas geben, jetzt habe ich keinen Schwung mehr. Geil. Richtig toll. Ist ja Standard, wenn du das gebildet hast. Bitte? Ist ja Standard. Dass ich was? Dass du Damage hast. Ja, Kopfdamage ist halt ein bisschen. Ja, da vorne bist du. Gib Gummi, wir wollen nach Houston. Kann nicht schneller. Links vorbei und Gas geben. Benzin geht noch, aber Benzin bräuchte ich auch schon mal demnächst. Ich weiß gar nicht, wie weit ich hier gelevelt habe überhaupt. Ich wünsche, müsste hier auch schon echt weit gewesen sein eigentlich.
Let's go. Ich lock mich mal bei 80 oder so. Oh. Was denn jetzt? So, oh. Ich bin neben dir, ne? Was ist denn OO? Was ist denn OO? Oh, scheiße. OO. Ja, OO. Das ist ein OO, hast recht. Es ist kein großes OO, guck mal. Nur die eine Seite ist gesperrt. Das ist das OO. Die eine Seite ist nur gesperrt. Ja, deswegen ja OO. Du warst hinter mir. Ich war neben dir. Ja, ist ja noch schlimmer, wenn eine Straße dicht ist. Es waren aber drei Straßen. Ja, das wusste ich ja vorher nicht. Ich wünsche diese Roadblocks, die ja manchmal im Singleplayer spawnen können, dass die auch im Multiplayer da wären. Dass einmal die Straße gesperrt ist und du musst halt eine Ausweichroute suchen. Das ist cool eigentlich. Ich hoffe, das bauen die auch mal hier irgendwann ein. Im Konvoi. Es war damals lustig, ne? Wir haben gerade so überlegt, so, ja, ich glaube, lass mal zusammen Truck fahren in dem Multiplayer, den es da gibt, in dem Multiplayer-Mod. Genau, in dem Moment kam Konvoi raus. Haben sie das Update rausgehauen, das war so gut. Ich höre Polizei. Hast du was angestellt? Weiß ich. Na, bloß nicht. Bloß nicht. Oh, ey, das ist so. Geht eine Brücke ins Nichts. Zur halben Strecke aufgehört zu bauen, oder wie? Das ist für Suborbital. Aha, ja, okay. 230 Meilen, ist gar nicht mehr so weit. Hälfte haben wir schon weg. So, 80 gelockt. Let's go. Alter, so schnell komme ich gar nicht. Houston! Houston, wir haben ein Problem. Pokémon, Pokémon. Es wird dann Pokémon spielen. Gestern Abend noch gedacht, ne, also wenn sie bei Pokémon jetzt die DLCs richtig, richtig, richtig gut machen, dann ist das seit langem mal wieder eine richtig geile Edition. Für mich persönlich. Ich würde gerne wissen, wobei ich will wahrscheinlich nicht wissen, wie viele Pokémon fehlen. Nee, ich will es nicht wissen. Ich freue mich über die gerade da sind. Wenn ich weiß, wie viele Pokémon fehlen, dann ärgere ich mich nur. Das Einzige, was mich stört, sind wirklich diese Pokémon-Center. Die finde ich ein bisschen doof. Aber ist okay. Ist jetzt nichts Krasses. Ist nichts krass Schlimmes. Oh, wir müssen hier runter. Mich stört das Balancing, aber das war vorher zu sehen. Das stört mich echt das gar nicht. Das wusste ich schon vorher. Das stört mich gar nicht. Damit habe ich gar kein Problem, muss ich sagen. Ist halt so. Oh ja. Ich weiß nicht, ich lege auf sowas wie diese Arenen, wenn es darum geht, irgendwie eine Herausforderung zu haben oder so, kein Wert. Das ist mir eigentlich egal. Alter, fahr doch! Oh Gott. Hier los! Achtung, hier vorne ist mega Stau. Oh, halt an, Junge. Ich sehe das Auto vor mir nicht mehr, scheiße. Lol, das Stoppschild blinkt sogar. Ja, Tani, ist bei Weihnachten, ne? Oh, ich freue mich auf die Weihnachtskonvoi-Fahrten. Ich frage mal Marco und Indy und so, ob die euer mitspielen wollen, dann wieder. ETS, Weihnachtsfahrten. Da freue ich mich auch drauf ein bisschen. Mit der Senken und alles. Ja. Meilen noch. Also da wird Tag. Ja, das sieht ganz gut aus. Oh, bremsen. Komm schon. Fahrt, Freunde. Vielleicht schicken die das Getreide ja mit dem SLS nur zur Mondstation. Dass sie was zu essen kriegen. Jo.
Ja, weil du auch so super Getreide malen kannst da oben. Ich weiß ja nicht, was sich die Nase ausgedacht hat. Das ist der neue Treibstoff, Biokraftstoff aus. Es ist wieder rot, willst du mich verarschen? Jetzt sind wir da von Houston entfernt. Gar nicht mehr so weit, lustigerweise. Ich weiß aber nicht, wo das Fotoding ist. Also wo das Dings ist. Das Center da. Das werden wir schon sehen, wenn da ein Booster steht. Nicht nur ein Booster. Auch ein Space Shuttle mit Flugzeug. Ja. Na komm. Alles okay dahin? Scheiße, ich brauche unbedingt eine Tankstelle. Ich brauche jetzt unbedingt eine Tankstelle langsam. Mit unter Hälfte. Der LKW verbraucht ordentlich. Das ist kein ETS. Wie lange fahren wir eigentlich insgesamt? 2 Stunden erst. Gut, wir sind halt nicht von LA gestartet, da geht das. Also wir haben jetzt erstmal an der Grenze wahrscheinlich von Texas. Boah, ist nicht 4.35 Uhr, ist es? Okay. So. Hey ho, let's go. 55 nur? Ja komm, 60 muss erlaubt sein. 45, was? Ach so, wegen dem Dorf, oh Gott. Ja, ist okay, ich fahre ja ein bisschen schneller durch, das passt schon. Hier ist eh keine Polizei. Hier ist eine Tankstelle. Ich muss mal. Ja. Ja, darf ich zwar nicht, aber. Juhu! Hey! Ich brauche Benzin! Einmal tanken. 2500 von Julian C. Können wir vorne gleich wieder rausfahren? Bestimmt, oder? Okay. Habe voll getankt. Ja. Wir müssen sowieso hier links lang, oder wie? Oder es passt ja. Nee, müssen wir nicht. Wir müssen rechts lang. Ich wollte gerade sagen. Dann lässt mich raus. Scheiße. Okay. Was ist grün? Scheiße. Ah, so wie zum Grün. Ach nee, warte mal. Ich muss hier erst noch gerade und dann... Oh, okay. Hi. Hi. Ist vielleicht ein Houston. Kriegst du die grüne Welle? Ich sage eigentlich auch Houston-Tabletten. Oh mein Gott. Potlavaka, okay. Seltsame Namen haben die hier. Die Frage ist, wo wir jetzt da außen rumgefahren sind bei SpaceX gerade, ne? Hätten wir diese Roadblock Science Wegmach-Mod nicht drin, könnten wir das dann überhaupt? Oder werden die alle verwendet dann da?
Das ist eine gute Frage. Boah, ich wollte ins Meer reinfahren eigentlich mal. Gucken, wie weit ich reinfahren konnte. Könnte. Na gut, das nächste Mal. Wenn das jetzt jemand vor, dass der ATS wäre jetzt so wie dieser Australien, der da kommt. Und du kannst einfach aussteigen und rumlaufen. Alter. Das wäre insane. Ja. Das könnt ihr hier wahrscheinlich nicht umsetzen bei ATS und ETS. Das wäre so toll. Einfach aussteigen zu können, rumlaufen zu können. Aber die Kamerafahrt war schon verdammt. Ja, die war insane. Die war echt gut. Was ist denn jetzt hier los? Oh nein, hier schleicht jemand. Wir haben eh noch Zeit, bis es heller wird, also ist okay. Ihr könnt 60 fahren, Freunde. Könnt ihr bitte nicht 40 fahren? Die fahren mit 30 hier lang. Na gut, bis mehr als 30. Würde mich verarschen. Ihr könnt aber 60 fahren. Oh, Alter, ich dachte, der Preis. Oh. Hat er erstmal kurz gebremst. Ich denke mal schon ein bisschen Puls. Ja. Mhm. Ich will Felken gucken, Felken gucken. Na. Felken gucken, Felken. Was sagst du? Da hat der Quietsche schon mal auf. Was quietschen aufwärmen? Warum? Aufladen. Aufladen? Nee. Das braucht keine Aufladung, das ist Dauer am Limit. Dauer am Limit. Ich reiß mich heute sehr zusammen, ich werde nicht quietschen. Nicht sehr. Aber morgen. Wieso? Wieso morgen? Morgen, Oh ja, ja. Morgen? Wenn die morgen echt nochmal so einen Langzeit-Steady-Fire machen sollten, also. Ja. Werde ich hier rumhüpfen. Im Dreieck. Wo ich freue mich, wenn wir wieder KSP spielen können. Und dann dazu SpaceX wieder gucken. Mein Gott. Da freue ich mich drauf. Schade, dass ich die Einblendung nicht mehr machen darf von NASA Spaceflight. Das wäre toll. Aber sie haben Nein gesagt. Kann man nichts machen. Aber SpaceX kann man ja dann zeigen. Mal wieder zusammen im Stream SpaceX gucken. Ja, geil. Da freue ich mich richtig drauf. Ja. Hast du das Video gesehen, was ich für KSP geschickt hatte gestern? Nee, hab ich nicht. Da bin ich irgendwie schon abhängen oder hauen. Ah, okay. Oder. Ja, es wird wohl auch richtig so ein Challenge-Modus, oder sag mal Nebenbei-Modus geben, quasi, der immer da sein wird, wenn man im Multiplayer spielt. Man kann sich gegenseitig quasi auch Challenges setzen oder wahrscheinlich auch Aufgaben geben gegenseitig. Cool. So Aufgaben outsourcen und so. Oder auch solche Challenges machen nach dem Motto, wer ist zuerst am Mond oder so. Und wer hat zuerst eine Kolonie auf dem Mond. Gut, da brauche ich gleich drei Tage. Aber das andere können wir ja machen, mit so Aufgaben verteilen und so. Da habe ich ja voll Bock, dann im Hintergrund so Sachen zu basteln, das so offiziell zu machen. So Roleplay-mäßig. Hab ich voll Bock drauf. Lol, ein Passagierzug. Hab ich gar keinen gesehen hier. Das ist der erste Passagierzug, den ich in den USA sehe. Ich denke, hier gibt es immer Güterzüge. Nach 100 Meilen. Es ist aber noch Nacht. Nee. Wir müssen das eh suchen. Ich weiß nicht, wo das in Houston ist. SpaceX war einfach. Mehr fern. Bitte? Es ist nicht mehr fern. Nee. Gar nicht mehr. Wir haben es gleich. Vielleicht haben wir es 88 Meilen noch.
minimal überhöhte Geschwindigkeit, das ist jetzt okay. So 70, genau, komm, 70 locken wir, das passt schon. Mal gucken, wo es dann ist da drinne. Aber es gibt nur dieses Museumsding dann, ne? Da gibt es nicht noch irgendwie einen zweiten Spot, glaube ich. Keine Ahnung. Na gut, müssen wir gucken. Ist da gerade ein Auto gegen Laterne gefahren, rechts? Das sah so aus. Ihr Auto steht einer neben. Okay. Oh, hier ist eine Ampel. Oh mein Gott. Ja, von 70 runterbremsen. Ah, geile Idee. Das... Ein Polizeiauto. Er kommt. Jetzt. West Coast Tourbus. Du bist aber ein bisschen weit weg von der Westküste. Meilen noch. Was ist das hier links? Ist das so ein Wasserturm? Was soll das darstellen? Ich dachte erst an eine Film oder so. Ja, unsere Köpfe sind gerade auf Weltraum getrimmt. Verständlich, verständlich. Aber nicht alles hat mit Weltraum zu tun. Leider. Stell dir mal vor, die Menschheit wäre so komplett auf Weltraum fokussiert. So wirklich alle zusammen. Ohne Konflikte untereinander. Boah, wo wären wir jetzt schon? Das wäre so gut, ey. Keine Ausgaben mehr fürs Militär weltweit. Alles, aber dass die Ausgaben komplett in Weltraumprojekte stecken. Die Marskolonie steht am Ende des Jahres noch. Kriegen wir im Dezember noch hin. Das wäre cool. Houston, wir sind da. Wir sind da, wir sind da. Erster Aufenthalt in Houston. Sieht man schon irgendwas? Na gut, hier unten wird das nicht sein, oder? NASA-Schild. Wo siehst du NASA-Schild? Da gerade dran vorbeigefahren. NASA Explore More. Ich hab's nicht gesehen, es ist so dunkel. Scheiße, warum ist nicht. Warum ist nicht da? Fettes NASA-Plakat. Na, hab ich nicht gesehen. Scheiße. Ich gehe jetzt ins Third. Gehe ich ins Third Person? Ich bin dann in First Person. Ich guck da schon rum, aber ich sehe nichts. Muss ich hier rechts rumfahren. Hier ist ein NASA-Schild! Ja, das Explore More, genau. Ich sehe es gerade. Kann es wieder Tag werden, das wäre super. Gelwesten. Das ist aber nur ein kleiner Teil von Houston, ne? Ja, hier von Erfurt geht es weiter, alles klar. Oh Gott. Hier nicht runter, dort runter. Genau, hier jetzt rechts runter. Dann rüber. Ich sehe noch nichts, was irgendwie weltraumig aussieht. Bis auf das Schild. Ich vermute mal nicht, dass wir das Weizen zum direkt dorthin liefern sollen. Das glaube ich auch nicht. Da hinten ist, glaube ich, noch ein Geist, das Weltraumschiff. Ich weiß nicht. Da muss ich jetzt runter?
Ja, rechts und dann rüber. Also du fährst halt über die Brücke. Was ist das? Da ist ein Flugzeug. Was ist das? Space Park. Hier links ist der Space Park. Wir fahren gerade vorbei. Scheiße. Okay, wir fahren mal gleich rein. Wir fahren gleich in Space Park. Fracht abgeben und Space Park. Ich will ja noch Tag. Das wäre echt super. Ich guck nicht nach links. Links ist der Space Park. Ich guck nicht nach links. Oh, shit. No. Ich muss da nichts gucken. Houston Space Park, da ist er. Hi, was? Sorry, Leute. Was hast du getan? Kreuzung, schnell. Oh, kritisch. Also links sehe ich ein Schild Space Park. Ganz groß an der Hauswand stehen. Na komm schon. Fettgrün. Oh. Was denn? Ja, das ist ein Indiz. Was ist da sein, bitte? Na ja, irgendwo links. Aber wir bringen erstmal die Fracht zurück. Und dann vielleicht wird es dann auf Tag dann bis dahin. Das wäre echt toll. Ich dachte gerade, rechts ist so ein riesiger Astronaut, aber es ist der in meinem Cockpit hier. Cockpit, ja. Ich habe hier einen Baumeln. Eine OP, ja. Ich glaube, in ETS habe ich einen Kapper, ne? Hier ist ein Astronaut. Ich immer wieder links rüber gucken muss und hoffe, dass ich irgendwas sehe. Ich sehe nichts. Hallo. ...3400 von Janukar. Alter, wie weit müssen wir denn noch? Okay, wir müssen die von stehen lassen, die holen das ab. Ich will die Fracht so schnell wie möglich wegkriegen und dann dahin fahren. Was? Wieso umdrehen? Hier lang. Sorry, mein Fehler. Sorry, mein Fehler. Jo, jetzt steht hier alles. Ja, ich hab gedacht, so war das gerade grün, ich wollte die holen, aber dann ist der auch noch links und. Oh, und Amazon-Werbung. Und hier ist nochmal NASA-Werbung. Ja. Ach, wie toll. So, jetzt hier runter. Und nach rechts und sind wir gleich da. Theoretisch. Ja, du, ich stehe jetzt hier erstmal. Ist wieder erst ein Wasserturm wahrscheinlich gewesen. Oh, okay. Okay, ich sehe schon mal das Ziel, immerhin. Oh, ein Hafen, okay. Wir müssen das zum Hafen bringen. Und es wird Tag. Oh, wie gut. Schönes Timing. Das ist ein Güterbahnhof. Ach du Scheiße, was? Bitte wie? Einmal da lang, dann da. Ach du Gott. Okay, ich folge mal echt der Wegfindung. Das ist aber eine krasse Wegfindung. Entschuldigung. Ach, Scheiße, okay, dann. Oh Gott, einmal ringsrum. Müssen wir wieder rauskommen, ey. So. Bis wir hier wieder rauskommen, das wird lustig. Durch oder was? Gut, einmal hier rum und oh Alter, was? Egal, wo durch oder?
Mach ich jetzt hier durch. Ich glaube, das passt so. Das ist mein Umweg. Ach, du bist von der vollen Rennen raus, oder? Alter. Sicherheitsüberprüfung läuft. Überhol ich innen. Das tust du. Was ist passiert? Nix. Innen! Was ist passiert? Durch. Wer hast du weggefahren? Über mich. Glaube ich dir nicht. Alter, was ist das für ein gut? Ich krieg Auflieger schon 1%. Ach, Liquidon. Arsch, ey. Das ist Getreide. Hier rein? Na, hier rein. Okay, das ist ein bisschen cool. Den Containerhafen, gebe ich zu. Okay, das ist cool gemacht. Muss ich zugeben. Machen wir uns chillig. Was ist das für ein Geräusch die ganze Zeit? Perfekt. Einmal abkoppeln. So, und jetzt geht's zum Space Center. Ich warte mal kurz auf dich. Das haben sie cool gemacht mit dem Containerhafen, finde ich. Das ist eine schöne Idee. Oh, hast gecheatet. Ich hab's genau gesehen. So, auf geht's. Wo müssen wir lang? Was sind das für Geräusche? Ach so, das sind die Kräne. Kommen wir hier vorne wieder raus? Oder müssen wir jetzt den ganzen Weg zurückfahren? Boah, ich glaube, ich porte hier. Können wir uns denn da hochporten? Geht das? Ich weiß nicht, wo wir rauskommen. Schnellreise. Okay. Gucken, wo wir jetzt rauskommen. Oh, das sieht schön aus, das Bild. Wo ist das? Salt Flats. Route 62. Das ist schön aus die Gegend. Irgendwie fahren wir so die Gebiete zwischen den Städten immer nur im Dunkeln. Das ist, ja. Das ist irgendwie doof. Ich würde die auch gerne mal mit Tag fahren, ich will die sehen. Ey, wieso bist du da hinten? Ich bin hier. Wo bin ich? Oh, hi. Weil es zwei hier gibt. Das Ding ist, wir müssen das hier doch bestimmt. Da unten ist der Space Park, ich sehe ihn. Muss zu dir rüber, oder? Wir müssen da runter. Wir müssen ein ganzes Stück runterfahren. Muss ich zu dir rüber, oder? Das ist doch links von uns, oder? Ja. Wir müssen jetzt hier rechts auf die, also von mir aus rechts auf die Autobahn. Dann eine kleine Rundfahrt machen und dann kommen wir da hin. Wow, den habe ich nicht gesehen. Wie soll ich jetzt zu dir rüberkommen, ey? Rechts von dir ist eine Unterführung, glaube ich. Ja, rechts von dir ist eine Unterführung. Dann kommst du zu mir rüber. Okay. Hi. Hi, bist du hier? Lol. Ist da keine Ampel?
Also doch, aber nicht für die, die halt einen Kreis haben. Ah, okay. Oh, da ist ja so ein extra langer Zug. Ich hab Angst, dass es jetzt gleich wieder... Nicht ruckeln, bitte. Okay, nee, es geht. Das war von uns creepy, weil das so geruckelt hat, ey. Das war minimal creepy. So, wo lang müssen wir jetzt? Hier geradeaus. Warte mal. Ne, hier links. Ne, genau, wir müssen ganz links. Okay, okay. Ja, es wird doch zurückfahren sollen, ne? Ja, wäre, glaube ich, einfacher gewesen. Naja, wussten wir ja nicht, wo wir rauskommen. Houston ist echt groß. So, können wir uns auch mal Houston noch angucken, ja, ein bisschen. Ich habe das Gefühl, die Städte hier in Texas hier sind wirken wesentlich größer als manche von den anderen Gebieten. Ja. Okay, jetzt wieder rechts rum und dann links rüber. Junge, fahr schneller, wir haben es eilig. Wir wollen Weltraum gucken. Check. Ich ahne, dass ich da irgendwo reinjagen werde, wenn ich hier so schnell fahre. Also die Kurve habe ich gerade schon fast nicht bekommen mit Tastatur. Na gut, du eher mit Tastatur, ist das halt echt ein bisschen bitter. Lenkrad ist da schon ein bisschen angenehmer. Wenn jetzt irgendwo ein Polizist kommt, ne, ich krieg so das Knöllchen auf Doom. So, jetzt bin ich gespannt. Leider. Jetzt ziehen wir mal links rein, dann sind wir da. Oh, Donuts! Oh, ich hab irgendwie Appetit, ey. Donuts! Donuts! Erdbeer-Donuts mit Erdbeerfüllung. Oh, yum, yum, yum. So, einmal jetzt hier hoch und dann rüber und dann sind wir da. Aufgeregt, aufgeregt. Kurve! Oh! Da vorne müssen wir jetzt reinfahren, da müsste dann halt irgendwo so ein bisschen Space Stuff sein. Okay, hier rein. Oh, bin aufgeregt. Are you ready? Nein. Oh ne, hier noch nicht. Eins weiter. Ich habe keinen Strafzettel bekommen. Ja, ich schon. Hier. Gehst du Third Person oder First Person? Third Person gleich. Third Person? Ich sehe noch nichts von hier. Oh, Tan. Was? Wurden? Was? Wo? Oh, du bist ein Arsch. Oh, du bist ein Arsch. Warte, was steht da hinten? Weiß nicht, ob ich was sehe. Was war das? Arsch. Ich bin schon da. Booster! Hier links! Oh mein Gott! Da ist ein Falcon Booster! Siehst du den? Hier! Hier! Ach, hier. Oh, der ist aber schon benutzt, ey. Der rote Apfel war ein Arsch, ey. Oh mein Gott, wie golden. Da hätte ich mit. Oh, fuck, ich will da rüber. Wie kommen wir da rüber? Irgendwo muss es doch einen Weg geben. Da drüben ist auch wieder so ein Fotogedöns-Spot. Gibt es hier irgendwo eigentlich einen Aussichtspunkt? Nee. Nee. Gibt's nicht. Das ist auch nochmal irgendwie ein Fotoding. Da rechts von uns ist NASA als Auftraggeber. Ja, wird safe irgendwelche Weltraumfrachten geben. Wir müssen irgendwie da rüberkommen. Irgendwie müssen wir da rüberkommen.
nicht noch irgendwo was? Aha! Oh, Saturn 5 als Riesenbild. Oh, wie cool. Wir haben. Weißt du, was wir haben? Aha, was? Oh. Ja, okay, vielleicht doch nicht. Hä? Was war jetzt schon wieder? Ich dachte hier vielleicht. Aha! Ja, okay, doch nicht. Wir müssen jetzt hier rechts rum irgendwie. Ah, da waren Straßen. Da liegen Straßen hin. Lol, hier sind X'e. Wieso sind hier X'e? Ich habe den Mod drin, dass wir die X'e nicht sehen. Hä? Lol, geht das hier im Texas-Gebiet nicht? Mein Bunker schickt aber auch keine X'e. Stimmt, aber... Ich muss hier durch, ich hab's eilig. Und da steht er. Jetzt von rechts rein, ne? Glaube ich. Ey, what the fuck? Ich hab den Unfall verursacht, er ist in mich reingefahren. Entschuldigung, ja hallo, ich hätte gerne, ich hab grad einen Unfall gebaut. Okay, hier rechts rein, ne? Hier geradeaus darf man nicht fahren. Dann halt nicht 5 Meter weiter und dann nach rechts. Ah. Bitte? Ich hab keine Strafzelle bekommen. Keine Strafzelle bekommen, was willst du? Oh, Spacebug. Okay, Sicherheitsüberprüfung. Kein Problem. Überprüft mich. Was ist nach vorne? Guck mal gerade hin links. Was steht denn da Riesiges? Siehst du das Große, was da hinten links steht? Ja. Was ist das? Oh. Wir müssen es ausprobieren, oder? Oh oh. Alphawand? Nee, hier sind keine X'e. Hochhaus einfach nur. Och Mann, fuck it. Oh, warte mal, hier rechts ist was. Von hier rechts ist irgendwas. Guck mal. Hier kommen wir unter der Brücke durch. Guck mal. Oh, cool. Wo, was? Brücke durch? Was? Wo Brücke durch? Wenn wir hier jetzt geradeaus weiterfahren, kommen wir nicht unter der... Nee, oder? Kommen wir da auf die andere Seite? Nee, hier vorne ist. Nee, das ist wieder die Kreuzung. Wo ist denn? Wir müssen, ich glaube, linksrum einen Weg finden, um zum Booster zu kommen. Irgendwo linksrum. Rocket Park. Wir müssen irgendwie auf die andere Seite. Oh, ich glaube, ich weiß wo. Folge mir. Ach nein. Oh, what the fuck, willst du mich verarschen? 15% Schaden. Die kleinen Schweine. Das haben die absichtlich gemacht. Er muss so aber hammer auf Toilette, ey. Wir haben es doch gleich, wir haben es gleich. Oh, Dani. Fahr zu! Den will ich jetzt noch sehen, bevor ich aufhöre. Ich will da rüber. Ich will sowas von da rüber. Wenn ich über die Wiese fahre hier. Könnte man machen über die Wiese. Zur Not. Das ist so, Notfallplan ist Wiese. Bitte keine Alphawand, bitte keine Alphawand. Oh, danke. Wir fahren einfach unten ab, ich bin über die Wiese gefahren. Leute, hier stehen welche, machen Selfies. Oh mein Gott. Ja, noch ein roter. Yo, Schaden 10%, ich bin gegen ein Nichts gegen gefahren. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wie geil. Oh mein Gott, das ist cool. Hier ist ein Booster.
Ja, auch schade. Hey, die mach dich auf, ey! Einfach vorbeifahren. Über die Wiese. Über die Wiese. Ja, krieg ich wieder, Alter. Ich hab grad 10% bekommen von der Wiese. Wie cool. Ist schon witzig im Vergleich zum Starship, ne? Bisschen sehr. Selbst das Space Shuttle hier oben ist winzig im Vergleich zum Starship. Das sieht gut aus. Ah, die alte Zeit. Die Ära ist vorbei. Man kann da oben reingehen. Ich will aussteigen. Ich will aussteigen. Man kann da oben reingehen. Gott, man kann das besichtigen. Ist das in den USA dann wirklich so, dass man das könnte? Sieht das wirklich so aus? Ja, wahrscheinlich, ne? Oh mein Gott, das ist der. Ich muss nach Houston. Ich muss sowas von der Houston. Gehst du mehr hier? Ich werde müde, mein Krankheit geht. Wir fahren irgendwo ganz weit abseits lang, ne? Ist dir klar. Ja. Oh oh. Was? Oh oh. Oh oh. Déjà vu. Willst du jetzt durchfahren? Déjà vu. Wenn deine Einverwandt kommt, ich feige sowas. Déjà vu. Au. Déjà vu. Ah! Halt! Spot, halt, ihr Schweine! Hier ist sie weiter. Ja, warte mal, geht's da nicht weiter? Oh, sorry. Nee, sag mal, also dieses Haus hier rechts, ne? Ja, warte mal, geht's. Ist das massiv? Hast du mal probiert? Na, das ist nur eine Tarnung. Die wollen, dass du denkst, dass es nicht weitergeht. Hier geht's sowas von weiter. Oh, da vorne jetzt geht's aber die Welt runter. Das sieht hier alles nicht so ganz richtig aus. Nein. Das alles ist klar, ich glaube, ich speichere hier. Ich glaube, ich will hier nicht speichern. Muss aber Hammer hart aufs Klo. Wir können ja erstmal aufhören jetzt. Das wollten wir ja gemacht, das, was wir erstmal wollten. Und dann später können wir ja, Pokémon. Ja, deswegen will ich hier speichern. Ach so. Speichern. Guck mal, man kann ja wegteleportieren dann. Ist ja kein Ding. Oh mein Gott. Aber das war cool. Boah, das war cool. Das war mega cool. Oh, wie SpaceX, ey, mega. Oh. Wie spät haben wir es denn? 16 Uhr. Wollen wir dann noch eine Runde Pokémon? Hast du eine Bock drauf? Ja, muss ich erstmal ein bisschen was vorbereiten. Ja, und ich muss. Speicherplatz. Und ich muss erstmal was futtern. Ja, bis dann gleich. Ja, gleich. So. Ja, möchte ich verlassen. Ja, das ist der erste Teil für heute. Ich würde den Stream kurz beenden. Einfach, dass ich. Bin ich jetzt ganz raus? Ja, ich bin ganz raus. Ja, einfach, dass ich Pokémon separat dann habe. Wir fangen gleich wieder, also nächster Stream steht gleich los quasi. Vielleicht so 10 Minuten, 20 Minuten. Ich will noch was essen schnell. Ja, der erste Teil haben wir. Dann hören und sehen wir uns gleich wieder zum zweiten Teil des Stream-Tages. Bis gleich.